Hier ist Brandenburg aktuell. Guten Abend und willkommen mit dabei im Studio Ingo Bötig. Guten Abend. Und natürlich zeigen wir, wie man sich in Brandenburg einstimmt auf den Fußballabend an der Stadtbrücke in Frankfurt-Oder. Da ist alles bereit für das Spiel Deutschland-Polen. Und wir sind auch bereit für diese anderen Themen. Woidke trifft Merkel. Länder fordern mehr Geld für Integration. Erhöhte Sicherheit, Sorge vor Randale beim Public Viewing und Mission Ozean mit dem Zeppelin das Meer erforschen. Na, wenn das mal gut geht. Heute am 25. Jahrestag des Freundschaftsvertrages mit Polen, da spielen wir gegen die Nachbarn und wir wollen ihnen nichts gönnen. In anderthalb Stunden, da ist Anpfiff in Paris. Und wer an diesem Abend gewinnt, steht dann bereits im Achtelfinale der Europameisterschaft. Für uns in Frankfurt am Oderstrand, da steht erstmal Andreas Ulrich. Und Andreas, sieht's denn nach einem freundschaftlichen Abend aus? Also im Moment ist die größte Frage, hält das Wetter? Wir hatten schon ein paar Regentropfen. Und was das Freundschaftliche angeht, wenn wir jetzt mal in diese Richtung gucken, Public Viewing, hier sind wir im Moment noch in einer kleinen Besetzung. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Hier ist alles sehr harmonisch, aber für alle Fälle, der Veranstalter hat gesagt, heute kommen maximal 500 Leute rein. Security-Personal ist aufgefahren. In der Stadt ist auch Polizei unterwegs. Es gibt auch ein paar verdeckte Ermittler, die hier im Umfeld der Brücke unterwegs sind. Also es könnte, meine Prognose, ein richtig toller Fußball Abend werden hier in Frankfurt, wer am Ende denn auch immer sportlich gewinnt. Und wir hören uns gleich nochmal wieder. Danke, Andreas Ulrich, für die kurze Einstimmung. Ja, vor dem Spiel wird gearbeitet und wer weiß, wie lange heute noch. Die Ministerpräsidenten sind seit dem Nachmittag bei der Bundeskanzlerin. Seit Monaten streiten sich ja Bund und Länder um die Kosten für die Flüchtlinge. Eine faire Verteilung fordern die Länderchefs, die ihre Haushalte ja im Griff haben wollen. Es soll endlich zu einer Einigung kommen. Und dann geht es um die ebenso schwierige Entscheidung zu den sogenannten sicheren Herkunftsländern. Die steht morgen dann im Bundesrat an. Aber wer weiß, eine Zitterpartie bleibt, bei der jede Stimme, auch die aus Brandenburg, zählt. Andreas König. Die Länderchefs wollen Milliarden zusätzliche Euro für die Unterbringung und Integration von Flüchtlingen. Für die Kanzlerin geht es auch um Zustimmung morgen im Bundesrat, wenn darüber entschieden werden soll, ob Marokko, Algerien und Tunesien sichere Herkunftsländer für Flüchtlinge sind. Dagegen sträuben sich bekanntlich die Grünen und verweisen auf Menschenrechtsverletzungen in diesen Ländern, wie Folter und die Verfolgung von Homosexuellen und Oppositionellen. Auch die Brandenburger Linke ist dagegen, weswegen Rot-Rot der Kanzlerin wohl morgen die Zustimmung versagen wird. Die Bundesregierung, speziell das Bundeskanzleramt, hat die Gespräche mit den Bundesländern viel zu spät aufgenommen. Ich sehe im Moment keinerlei Option, dass die Linken in Brandenburg ihre Position ändern. Und ich gehe davon aus, dass es dann im Bundesrat auf eine Enthaltung hinausläuft. Denn Uneinigkeit in der Koalition heißt Enthaltung. Die SPD würde gern mit Ja stimmen, sieht aber auch noch Nachholbedarf bei der Bundesregierung. So fehlen ihr klare Regeln für die Abschiebung von Asylbewerbern aus Nordafrika. Alles Ausreden, sagt die CDU-Opposition. Der Ministerpräsident zeigt bei dieser zentralen Frage Führungsschwäche. Er lässt sich hier von seinem kleineren linken Koalitionspartner an der Nase herumführen. Die SPD hat selbst erkannt, dass die Frage der sicheren Herkunftsländer zentral ist. Woidke kann sich hier aber nicht durchsetzen. Ob die Bundeskanzlerin das ein oder andere grün mitregierte Land noch zu einem Jahr im Bundesrat bewegen kann, wird wohl erst morgen entschieden werden. Auch die Verhandlungen um mehr Geld für Flüchtlinge sind schwierig. Ja, und vor dem Kanzleramt steht jetzt mein Kollege Thomas Bittner. Thomas, ist man fertig geworden und vor allen Dingen ist was rausgekommen? Seit über 4,5 Stunden diskutieren die Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin im Kanzleramt. Aber man ist noch nicht durch. Es ist offensichtlich noch ein heftiges Diskutieren. Dietmar Woidke, Ministerpräsident von Brandenburg, ist kurz rausgekommen. Wie ist denn der Stand? 50% der Kosten wollten Sie, dass der Bund übernimmt. Bei wie viel Prozent sind Sie gerade in den Verhandlungen? Naja, wir sind momentan dabei, ein Gesamtpaket zu schnüren. Und das ist immer dann nicht ganz einfach, weil ein Gesamtpaket in Summe funktionieren muss oder es funktioniert überhaupt nicht. Und also die Ministerpräsidenten der Länder sitzen momentan noch mal zusammen. Es gibt ein Angebot des Bundes, das eine kleine Bewegung darstellt, aber das längst noch nicht das ist, was wir erwarten. Über wie viele Milliarden reden wir da? 2 Milliarden hat der Bund angeboten. Sie sagen, also unter 9 Milliarden wollen wir eigentlich nicht reden. Naja, wir reden ja über insgesamt Kosten von ca. 18 bis 20 Milliarden Euro pro Jahr in Deutschland, die entstehen, die momentan hauptsächlich von den Ländern und Kommunen getragen werden. Und wir wollen schon, dass der Bund sich da mit einem größeren Anteil ist bisher beteiligt. Ob es denn die 50% sind oder 47%, ist im Prinzip nicht ganz entscheidend. Aber es muss dringend mehr passieren, als was bis jetzt auf dem Tisch liegt. Hat der Abend denn heute Einfluss auf die Diskussion im Bundesrat morgen zu den sicheren Herkunftsstaaten?
Nein, über das Thema haben wir noch nicht gesprochen, aber das wird natürlich spätestens morgen früh dein Thema sein, bevor die Bundesratssitzung beginnt. Wir sehen hier, die Fans laufen zur Fanmeile. Haben Sie eigentlich Zeitdruck? Es gibt natürlich viele bei uns. Ich gehöre dazu, die gerne das Spiel live sehen würden. Und momentan habe ich aber wenig Hoffnung, dass ich zumindest den Anfang sehen kann. Aber vielleicht kann ich den Schluss noch sehen. Eine lange Nacht. Ich fürchte schon, ja. Das ist der Job eines Ministerpräsidenten. Ja, Dienst ist Dienst. Schnaps ist Schnaps. Danke, Thomas Bittner nach Berlin. Und um eine Geldfrage, um eine wichtige, geht es auch in den Nachrichten. Die hat für Sie Ingo Pütig. Ja, märkische Kommunen befürchten, dass auf sie zusätzliche Kosten zukommen. Es geht um mögliche Rückforderungen der EU für bis zu 800 Förderprojekte. Das hat ein Sprecher der Förderbank ILB bestätigt. Er sagt, jedes einzelne Förderprojekt wurde gerade geprüft, ob die Ausschreibung korrekt war. Für Aufträge zum Beispiel an Architekten oder Vermessungsdienste. Der Geschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes Böttcher empfiehlt allen Kommunen, vorsorglich Widerspruch einzulegen. Brandenburg hat im vorigen Jahr weitere knapp 100 Hektar ehemalige Militärflächen verkauft. An private Investoren und an zwei Stiftungen. Der Erlös beträgt 4,2 Millionen Euro. Nach Angaben des Finanzministeriums gehört dazu die ehemalige Kaserne in Bernau. Hier will der Käufer jetzt Wohnungen bauen und Gewerbe ansiedeln. Landesweit gab es nach der Wende rund 100.000 Hektar Militärflächen. 90% davon werden inzwischen neu genutzt. Die Zahl der Fahrraddiebstähle ist im vorigen Jahr zurückgegangen. Landesweit wurden rund 2.700 Fälle weniger registriert als 2014. Damit steht Brandenburg bundesweit zwar am besten da. Grund für Entwarnung gibt es aber keinen. Gefährdet sind Radfahrer vor allem in größeren Städten. In einer aktuellen Risikorangliste liegt Cottbus auf Rang 3 mit rund 1.500 Diebstählen, gerechnet auf 100.000 Einwohner. Potsdam landet mit 1.300 Fällen auf Platz 6. Das Innenministerium kennt noch andere Problemregionen. Wir haben mit Spree-Neiße und Oberspreewald-Lausitz Landkreise, die besonders hoch belastet sind. Da geht es also nicht um die typischen Fahrradmetropolen, sondern da geht es um grenznahe Landkreise, bei denen wir auch einen sehr hohen Anteil von ausländischen Tatverdächtigen haben, sofern wir diese Tatverdächtigen überhaupt bekommen. Die Aufklärungsquote bei Fahrraddiebstählen lag im vergangenen Jahr nur bei 13,5%. Der Streik im Sägewerk Klenk in Barhut im Kreis Teltow-Fläming wird ausgesetzt ab Montag. Das hat die Gewerkschaft IG Metall mitgeteilt. Die Mitarbeiter dort streiken seit 5 Wochen, zuletzt mit einer Blockade der Werkszufahrt. Die aber hat das Landesarbeitsgericht gestern untersagt. Der Bevollmächtigte der IG Metall, Kunzmann, sagte dem RBB, den Streik auszusetzen bedeute nicht aufzugeben. Die Gewerkschaft will für die 315 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen Tarifvertrag erkämpfen. Auf Brandenburgs Feldern hat die Gurkenernte begonnen. Wie hier in Kassel-Golzig im Landkreis Dahme-Spreewald sind seit einigen Tagen die typischen Gurkenflieger unterwegs. Pro Maschine pflücken dabei 36 Erntehelfer das knackige Gemüse von der Pflanze. In diesem Jahr werden die Bauern wohl erneut weniger Gurken ernten als im Vorjahr, weil sich die Anbaufläche reduziert hat. Trotzdem bleibt der Spreewald mit 440 Hektar das zweitgrößte Anbaugebiet in Deutschland. Gute Ernte, schlechte Ernte. Gucken wir mal auf die Feldfrüchte. Wer durchs Land fährt, der sieht überall sattes Grün auf den Feldern. Und das Korn, das steht wie eine Eins. Warum jammern einige Landwirte in Brandenburg jetzt aber schon wieder? Weil das irgendwie immer dazugehört? Naja, es gibt einen Landkreis, der tanzt dieses Jahr besonders aus der Reihe. Carsten Krippal ist hingefahren und hat sich zeigen lassen, warum die Bauern nichts Gutes an ihrem Korn finden. Ja, Sebastian, was soll das hier werden? Ja, kriegt ja nicht mal der Mähdrescher rein. Ne? Ist nicht mehr viel zu retten. Hier nee. Haben wir 50-100% Vertragsausfall. Gib dir die Ähre an, wie kurz die ist. Die ist nicht mehr voll gefüllt. Zwei Landwirte in Sorge. Ein Großteil des Weizens in der Uckermark ist so gut wie hin. Ja, hier sieht man an der Ähre, dass die Hälfte der Ähre bloß mit Körnern ausgebildet ist. Der obere Teil hat überhaupt keine Körner mehr ausgebildet. Und im unteren Teil, wo die Körner ausgebildet sind, sind sie auch nicht vollständig ausgebildet. Und die Qualität, die diese Körner nachher liefern soll, wird auch nicht gegeben sein. Das Wetter spielt hier verrückt. Anderswo regnet es, hier brennt die Sonne. Wir sind ja die Kornkammer von Brandenburg. Selbst auf den besseren Böden sind sehr große Brandstellen. Und der Brotweizen, den wir gedenken zu ernten, müssen wir erst mal sehen, wie die Qualität dann aussieht.
Dieses Jahr hat die berühmte Vorsommertrockenheit der Uckermark 4 Wochen früher zugeschlagen als sonst und war auch ausgesprochen lang, über 6 Wochen, keine Niederschläge. Der Regen der vergangenen Tage konnte nichts mehr retten, das Korn verkümmert. Die Landwirte fürchten in dieser Region eine totale Missernte beim Weizen. Mit Sorge schauen die Landwirte hier in der Uckermark gen Himmel, denn neue Regenschauer sind angekündigt. Starkregen könnte hier den kostbaren Mutterboden wegspülen und erneute Ernteausfälle verursachen. Was kann man dagegen tun? Ja, Hauptaugenmerk liegt eigentlich darauf, dass wir uns versuchen, nicht auf ein Bein zu stellen oder auf 2 Beine, Raps und Gerste oder Raps und Weizen, sondern dass wir versuchen, möglichst uns vielfältiger aufzustellen auf andere Kulturen, weil erfahrungsgemäß werden nicht alle Kulturen gleich schwer betroffen. Einige können besser mit der Trockenheit umgehen, andere weniger gut. Alle hoffen auf stabiles Sommerwetter, damit es nicht noch mehr Verluste gibt. Denn auch die Obstbäume sehen in diesem Jahr hier nicht besonders gesund aus. Extreme Wetterwechsel, der Horror für jeden Landwirt. Wenn das richtiger Platzregen ist, dann gehen die Bestände runter und brechen zusammen. Das ist auch nicht gut. Oder wenn Hagel kommt, dann werden die ganzen Ähren, die Blätter vom Mais, von den Zuckerrüben zerschlagen. Das kann auch ganz gefährlich werden. Das brauchen wir nicht. Doch trotz aller schlechten Bedingungen für die Brandenburger Kornkammer, wirklich abgerechnet wird erst im Herbst, wenn die letzte Ähre vom Halm geholt wird. So ist es. Tschecht, Nachbarn. Hallo Nachbarn. So heißt ja unsere Brandenburg-Aktuell-Serie. Mit ihr wollen wir zeigen, wie es aktuell um das Verhältnis zwischen uns und Polen steht. Und heute auf den Tag genau, vor einem Vierteljahrhundert, wurde der deutsch-polnische Freundschaftsvertrag unterzeichnet. Und Freunde brauchen natürlich gute Verkehrsbedingungen, ja Verbindungen, wollte ich sagen. Und wie es da im Moment aussieht, zeigt Violetta Weiß. Busse wie dieser sind ein gutes Geschäft. 20 Mal am Tag pendeln die Klein- und Reisebusse der Firma Follow Me Interglobus zwischen Stettin und Schönefeld und sind meistens ausgebucht. Die Reisenden sehen für sich keine andere Alternative. Es fehlen 100% Bahnverbindungen. Das ist alles. Von Stettin gibt's nur Züge ins Berliner Zentrum. Aber keine Züge, die uns irgendwie schön mit den Flughäfen verbinden würden. Über 800 polnische Klein- und Reisebusse kommen in Berlin und Brandenburg wöchentlich an. Die Bahn ist für die meisten Reisenden nicht attraktiv, weil es nur 4 regelmäßige Bahnverbindungen nach Polen gibt. Eine nach Stettin, eine nach Gorzów, eine nach Zielona Góra und eine nach Breslau, die allerdings nur bis Oktober. Auf der Strecke Berlin-Stettin fahren nur 2 Direktzüge am Tag. Langsam zuckelt der Zug Richtung Stettin, weil die Trasse auf 40 Kilometern eingleisig ist und weil die Strecke viele Mängel hat. Nach Berlin brauche ich 2 Stunden hin und 2 Stunden zurück zur Arbeit. 4 Stunden täglich unterwegs, das ist zu viel. Würde man in einer Stunde von Berlin nach Stettin fahren können, würden sich vielleicht mehr Leute entscheiden, öfter mal nach Stettin oder nach Berlin zu fahren. Das gleiche gilt für Breslau oder für Krakau. Es ist schon ein Stück weit enttäuschend. Was passiert ist, sag ich mal, in der Verbindung, ja, in der Anbindung der Verbindung, ich sag mal, nicht mal Elektrifizierung. Ich habe gedacht, okay, wenn wir die Strecke fahren, dann fahren wir zumindest nicht mehr mit einem Dieselzug. Die Landesregierung fordert den Ausbau der Strecken nach Polen seit langem. Im aktuellen Verkehrswegeplan hat der Bund dies aber bislang noch nicht berücksichtigt. Der aktuelle Entwurf des Bundesverkehrswegeplans ist hinsichtlich der Frage der Infrastruktur bei der Bahn ohnehin etwas nebulös. Wir hatten da schon eine ganze Reihe von Gesprächen, in denen wir immer wieder betont haben, wir wollen, dass die Verbindung von Berlin nach Stettin und die Verbindung von Berlin nach Breslau eine höhere Priorität bekommen. Der Bund ist leider mit der Bewertung dieser Bahnmaßnahmen noch nicht fertig geworden, auch nicht jetzt zu dem Entwurf, und muss das nachholen. Ob und wann der Bund auf die Landesregierung hört, ist ungewiss. Bis dahin werden dann wohl weiter 97% der Reisenden zwischen Deutschland und Polen mit dem Bus oder mit dem Auto fahren, auch wenn sich viele etwas anderes wünschen. Na, vielleicht sich an einen Strand wünschen an diesem Abend, gemeinsam Deutschland gegen Polen gucken. Public Viewing am Radio 1 Oder Strand. Andreas Ulrich guckt jetzt schon mal auf die Stimmung, Andreas, bei der EM in Frankreich.
Da lieferten sich die Fans ja rund um die Spiele leider immer wieder Gewaltszenen. Wird dieser Fußballabend in Frankfurt eigentlich unter besonderen Sicherheitsmaßnahmen laufen? Ja, auf jeden Fall. Also das Ganze bislang ein sehr freundlicher Fußballabend. Wir haben ja schon zwei Spiele hier gehabt im Laufe des Nachmittags. Aber wenn man jetzt runterguckt zum Strand, zum Oderstrand hier direkt neben der Oderbrücke, wo ja noch immer Menschen herkommen aus Polen, aus Deutschland. Wir rechnen ja mit bis zu 500 Fans heute. Alles ganz friedlich. Aber Tatjana, Sie haben das gesagt, lieber vorsichtig sein nach all dem, was in Frankreich passiert ist. Deswegen hat sich auch die Polizei einen Plan gemacht für diesen Abend. Herr Möhlwald, der Sprecher der Frankfurter Polizei, was sieht dieser Plan alles so vor? Also wir gehen natürlich nicht davon aus, dass heute hier die deutsch-polnische Hooligan-Szene diesen Raum hier stürmen wird, aber wir sind vorbereitet, machen wir uns nichts vor, Fußball ist halt ein Emotionssport und je nachdem, wie das Ergebnis denn endet, kann es durchaus auch mal sein, dass man also neben verbalen Scharmützeln dann auch Leute hat, die auch durchaus handgreiflich ihr Mütchen kühlen wollen. Darauf sind wir vorbereitet. Wir haben angefangen von Kollegen, die also als gemeinsame deutsch-polnische Streife in Polen unterwegs sind. Wir haben also die Bereitschaftspolizei mit dabei, wir haben Hundeführer da und natürlich auch die Lokalmatadoren hier aus Frankfurt, die sich am besten auskennen aus der Inspektion. Also der Sicherheitsrahmen ist gesteckt und was die Fans angeht, haben wir die ersten schon gesehen, die in voller Montur hier angerückt sind und dabei hat man sehr schöne Bilder schon gesehen heute Abend. Also deutsche und polnische Fans gemeinsam. Man kennt sich ja auch in Frankfurt und Swubitz. Es gibt Paare, da ist der eine Pole und der andere Partner kommt aus Deutschland. Also das sind bislang sehr hoffnungsvolle Bilder und trotzdem wollen wir die Sachen nicht auf die leichte Schulter nehmen. Herr Szymański ist bei mir, er ist der stellvertretende Bürgermeister drüben auf der anderen Seite in Słubice. Wie sehr befürchten Sie Gewalt heute Abend? Nie, nie spodziewam się dzisiaj żadnych problemów. Jestem przekonany, że będziemy kibicować fair play. Wszystko będzie dobrze. Also, wenn es mal so kommen möge, wie der stellvertretende Bürgermeister sagt, er glaubt an friedlichen Abend, dass hier auch die Fans fair play an den Tag legen. Und was denken Sie, wie geht es aus, Deutschland gegen Polen? Wydaje mi się, że dzisiaj będzie wynik 1-1. 1-1, das wäre doch was. Was für ein diplomatisches Ergebnis. 1-1. Also hoffen wir auf ein großes Spiel in Paris, einen friedlichen Abend dort und auf einen großen friedlichen Abend auch hier in Frankfurt beim Public Viewing. Ja, Fußball ist Emotionssport. Danke, Andreas Ulrich. Danke nach Frankfurt. Und wir haben für Sie noch mal weitere Nachrichten mit Ingo. 20 Jahre ist es her, dass der Brite Noel Martin in Marlow bei Potsdam überfallen und schwer verletzt wurde. Ein rassistischer Anschlag, der Martin querschnittsgelähmt zurückließ. Heute, am Jahrestag, gab es eine Gedenkfeier. Hier am damaligen Tatort wurde an den Angriff erinnert. Der Bauunternehmer jamaikanischer Herkunft war mit dem Auto gegen einen Baum gefahren, weil zwei Rechtsradikale einen Stein in sein Auto geworfen hatten. Zu der Veranstaltung kamen auch mehrere Jugendliche aus Martins Heimatstadt Birmingham. Mit dem Gedenken 20 Jahre nach dem Überfall will Blankenfelde-Marlow ein Zeichen für Toleranz setzen. Die Flughäfen Schönefeld und Berlin-Tegel steuern auf einen neuen Passagierrekord zu. In diesem Jahr wurden schon jetzt mehr als 12 Millionen Fluggäste gezählt. Das sind rund 11% mehr als im Vorjahreszeitraum. Nach Angaben der Flughafengesellschaft ist der Anstieg vor allem dem Standort Schönefeld zuzuschreiben. Eine gute Nachricht für die Region. Südlich von Storkow, Kreis Oder-Spree, die Einwohner von Groß-Eichholz, Mönchehofe und Umgebung können wieder störungsfrei mobil telefonieren. Der Bürgermeister von Mönchehofe sagte Brandenburg aktuell, der Funkmast sei jetzt repariert worden. Die Einwohner in der Region hatten seit Monaten große Probleme. Selbst Feuerwehr und Polizei waren nicht zu erreichen. Beschwerden beim Netzanbieter O2 blieben lange erfolglos. Wir hatten am Dienstag in Brandenburg aktuell darüber berichtet. Es war eine riesige Hochzeitsfeier 2006 im Schloss Belvedere auf dem Pfingstberg in Potsdam. Um die Fotos hat Fernsehmoderator Günter Lauch lange gestritten, heute aber endgültig verloren. Die Richter am Europäischen Menschenrechtsgerichtshof in Straßburg erklärten, Jauch kann die Fotos nicht verbieten, weil es wegen seiner Prominenz ein öffentliches Informationsinteresse gebe. Hochbetrieb auf dem Standesamt. Den 16.06.16 nutzten heute viele Paare, um sich das Ja-Wort zu geben. Allein im Standesamt Potsdam wurden 7 Paare getraut. Ralf Welzer und Cordelia Petschke aus Babelsberg haben sich genau vor einem Jahr schon den heutigen Termin reserviert. Das Datum war uns jetzt schick und wir sind lange noch zusammen und haben uns jetzt geprüft, wie man das so schön sagt. Und es heute offiziell gemacht. Es ist für beide schon die zweite Hochzeit. Möge es diesmal für immer sein.
Im Potsdamer Yachthafen hat die MS Wissenschaft angelegt. An Bord des umgebauten Frachtschiffs des Bundesforschungsministeriums ist die Ausstellung Meere und Ozeane zu sehen. Vor allem jungen Besuchern soll gezeigt werden, wie die eigene Existenz mit dem Schicksal der Meere verbunden ist. Und das an den Beispielen der Lebensräume Küste, Hochsee, Eismeer oder Tiefsee. Wir sind kein klassisches Museum. Es geht jetzt nicht nur darum, ja, sich Sachen anzugucken, sondern es ist eine interaktive Ausstellung. Das heißt, die Schüler können selber erforschen, sie können sehr, sehr viel einfach selber ausprobieren. Und das macht es halt einfach so spannend. Noch bis Sonntag kann man das Schiff besuchen. Der Eintritt ist frei. Und da haben wir gleich noch mehr zu bieten mit einem Luftschiff, das Meer erforschen. Als Laie kommt man da sicherlich schon ins Grübeln, aber man ahnt, dahinter steckt wohl viel, viel Wissenschaft. Diesen Blick gab es heute auf Brandenburg und Berlin am Himmel. Ein hochmoderner Zeppelin. Das Luftschiff machte Zwischenstation bei uns und ist nun jetzt schon wieder auf dem Weg nach Usedom für seine Ostsee-Expedition. Was der Zeppelin da machen wird und für wen er heute mal ein paar extra Runden drehte, weiß Alexander Golikowski. Das modernste Luftschiff der Welt auf Zwischenstation in Schönefeld. Der 75 Meter lange Koloss ist ganze 2 Meter länger als ein A380. Ein paar Runden über Brandenburg und Berlin für die Presse und einen besonderen Gast. Alexander Rotsch, der Gewinner von Jugend forscht aus Fehlefanz, 19 Jahre, darf heute auch mit. Das ist sowas von total cool. Also ich freue mich tierisch hier zu sein. Also echt geiler Tag heute, vor allem auch bei dem schönen Wetter. Ein Zeppelin fliegt, er fährt nicht, anders als ein Ballon. Dank Heliumfüllung wiegt er nur noch 300 Kilo. Propeller sorgen für den nötigen Auftrieb. Auf Augenhöhe mit dem Berliner Fernsehturm, das Stillleben BER, Brandenburgs Wälder am Horizont. Der Flug ist ruhig, es schaukelt nur ein bisschen. Wir sind jetzt in einer Zeit, die Höchstzeit der Thermik, sprich der aufsteigenden Warmluftmasse, ist gerade vorbei. Wir spüren allerdings immer noch Thermik. Und diese aufsteigenden Warmluftblasen, das ist praktisch für uns das Meer. Die reiten wir halt gerade so majestätisch ab. Dieser Zeppelin reitet noch heute nach Usedom zu einer besonderen Forschungsmission für das Helmholtz-Zentrum Geesthacht. Auf dem Rundflug erklärt Expeditionsleiter Burkhard Baschek, worum es geht. Also was man hier sehen kann, ist, dass wir die einzelnen Bilder, die wir mit der Thermalkamera aufgezeichnet haben, setzen wir hier zu einer Karte zusammen. Mit Hightech-Wärmebildkameras macht das Luftschiff in den nächsten 10 Tagen Jagd auf kleine Meereswirbel in der Ostsee südlich von Bornholm. Wie Zahnräder sind sie Teil der großen Meeresströmungen und fast unerforscht. Doch ihre Bedeutung ist kaum zu überschätzen. Diese Wirbel sind ein ganz wichtiger Baustein im gesamten Klimasystem. Die Meeresströmungen zum Beispiel, die alle eng miteinander verzahnt sind. Und zum Beispiel ist es auch so, dass diese kleinen Wirbel Meeresalgen beeinflussen. Mikroalgen, die produzieren dann wiederum etwa die Hälfte des Luftsauerstoffs, den wir auch hier an Land dann einatmen. Für diese Forschungsaufgabe ist das Luftschiff ideal, denn damit kann man über den kurzlebigen Wirbeln quasi parken und messen. 4 Zeppeline gibt es weltweit. Jetzt macht sich ein Forschungsschiff auf den Weg Richtung Ostsee. Bis zu 125 km/h schafft es. Nur etwa 3 Stunden sind es bis Usedom. Will man auch gerne dort. Ja, aber im Cottbusser Zoo, da wohnt Poldi. Und Poldi ist ein Stachelschwein. Und bei dieser EM unser Orakel. Naja, die Idee hatten die Kollegen von Antenne Brandenburg. Und immer auf den Tag, genau, an den also die deutsche Mannschaft spielt, da gibt Schwein Poldi seinen Siegertipp ab. Zu hören war es heute Morgen also schon auf Antenne und ist jetzt in voller Schönheit zu sehen in unserem Wetter mit Ulrike Fink. So unruhig wie Poldi gerade da hinten hinter seiner Tür ist und mit den Pfoten kratzt, so unruhig sind wahrscheinlich auch die meisten deutschen Männer. Heute Abend um 21 Uhr geht's los mit dem großen Fußballspiel. Deutschland gegen Polen, nur wer wird gewinnen? Poldi, das Stachelschwein, weiß es. Herr Ilo ist Tierpfleger hier bei den Stachelschweinen. Genau. Wo kommen denn die ursprünglich eigentlich her? Na, die Stachelschweine kommen in Südosteuropa vor sogar, also was eben auch sehr wenige wissen. Zum Beispiel in Albanien, im Nahen Osten. Mhm. Und ja, sind eben auch dort verbreitet. Passt eben auch zur EM. Ja. Absolut. Albanien hat ja gestern gespielt. Haben Sie das Spiel gesehen? Nein, nur den Anfang, da ich beim Griechen essen war, ja. Das ist alles sehr international, muss ich sagen. Da gab es ja die entscheidenden Punkte erst wirklich in den allerletzten Minuten. Vielleicht ist er deswegen auch so ein bisschen kratzig heute. Ja, also die wissen natürlich auch, dass das Spiel eben heute stattfindet, sind natürlich auch gespannt und wollen natürlich auch wissen, ein Sieg muss her und ja.
Sind die eigentlich wetterfühlig, die Stachelschweine? Eigentlich nicht. Also sie schlafen sehr viel tagsüber. Bei so starkem Regen? Na, das eigentlich weniger. Also die laufen auch beim Regen rum. Also das Wetter macht da eigentlich keine Unterschiede, sag ich mal. Na dann, in der Nacht zum Freitag muss besonders im Süden des Landes mit starkem Regen und Gewittern gerechnet werden. Die Temperaturen gehen bis auf 13 Grad zurück. Auch am Tag gibt's Gewitter und starke Regen. Es wird mit maximal 19 Grad auch deutlich kühler. Jetzt zählt es. Wir legen die Äpfel auf die deutsche und polnische Fahne. Und welcher Apfel als erstes angeknabbert wird, der gewinnt. Ne? So sind die Regeln. Genau so ist es. Und sind wir einfach mal gespannt, was passiert. Wir sind, Klappe auf, los geht's, Poldi kriegt Frühstück. Da kommt da der Poldi, sieht so ein bisschen schüchtern aus. Ja, ist noch etwas unentschlossen, aber scheint vielleicht auch ein spannendes Spiel zu werden. Ah, der deutsche Apfel, das sieht gut aus für die Deutschen und das im Jahr der deutsch-polnischen Freundschaft. Uiuiui, es ist ja kein Freundschaftsspiel, das muss man sagen. Es geht da um was, nämlich um den Titel. Aber der deutsche Apfel, der schmeckt ihm hervorragend. Ich würde sagen, das Spiel ist entschieden. Wie tippen Sie? Ich denke mal 2-0 für Deutschland. So, jetzt erstmal die Wetteraussichten für die kommenden Tage. Oh, das schmeckt dem aber. Da wird es jetzt doch durchwachsen am Wochenende. Immer wieder gibt es leichte Regenschauer. Die Temperaturen pendeln sich bei 22, 23 Grad ein. Also man muss schon sagen, Poldi ist ein ausgesprochen diplomatisches Schwein. Auch der polnische Apfel wird verzehrt. Am Ende kann man jedenfalls eins ganz sicher sagen, das Runde ist im Stacheligen. Und da bestimmt schon Brei. Ja, danke Ulrike. Und es kann ja sein, das hat sich bei Ihnen noch nicht rumgesprochen. Hier noch was, was Ihnen das Neueste aus Brandenburg immer direkt rund um die Uhr aufs Handy bringt. Unsere Brandenburg Aktuell App. Was ist los im Land? Welche Ereignisse auf der Welt reichen bis nach Brandenburg? Immer auf dem Laufenden bleiben, egal wo. Die App von Brandenburg Aktuell macht's möglich. Informationen über Politik oder Gesellschaft, aber auch das Wetter und aktuelle Sendungen sind jederzeit verfügbar. Das RBB-Fernsehen im Livestream oder auf Abruf. Die neuesten Nachrichten kriegt man sofort. Videos laufen schnell ab und ist voll praktisch. Begleiten Sie den Landschleicher auf seinen Touren oder teilen Sie mit uns Ihre Erlebnisse. Mit der App können die Zuschauer direkt mit der Redaktion in Kontakt treten. Senden Sie uns Ihre Beiträge, Anregungen, Ihre Fotos oder sogar Filme aus dem Land. Die Brandenburg Aktuell App lässt sich auf allen mobilen Geräten herunterladen. Dann können Sie keine Sendung mehr verpassen. Und dann könnt ihr zum Beispiel solch ein schönes Wetterfoto uns senden. Wie Perlen auf einem Blatt. Unsere Facebook-Freundin, also über den anderen Kanal ist es gelaufen, Lisa Pegel, die schrieb uns dazu, das wären Regenreste. Vielen Dank, sagen wir nach Erkner. EM gucken am Oderstrand in Frankfurt. Mehr dann zur Stimmung und den ersten Reaktionen aufs Spiel ab 21.45 Uhr bei RBB Aktuell. Jetzt gleich aber wie immer die Tagesschau. Ja, und wer mag, Polizeiruf 110 gibt es im Anschluss hier im RBB Fernsehen heute. Die Hexenjagd. Morgen übernimmt an dieser Stelle Marc Langebeck. Haben Sie noch einen schönen, spannenden Abend mit oder ohne Fußball. Tschüss. Bis morgen. Tschüss. Brandenburg Aktuell, schönen guten Abend. An meiner Seite Ingo Bötig für die Kurznachrichten. Guten Abend. Wasser, Wasser, Wasser spielt heute an vielen Stellen eine Rolle. Hier einige unserer Themen. Der große Regen, derzeit kein Hochwasseralarm. Stadtwerke-Skandal Potsdam, Chef tritt nach Vorwürfen zurück. Und gemeinsames Fußballfest, feiern, wo früher geprügelt wurde. Ja, viele Warnungen gab es für heute. Starkregen, Gewitter, Brandenburgs Flüsse könnten anschwellen. Die Bilder aus Süddeutschland, die hat man ja noch im Kopf. Ordentliche Duschen hat Brandenburg dann heute auch abbekommen, wie Carsten Krippal berichtet. Der Sound des Regens überall im Land war ja heute zu hören. Kein Ort, der nicht nass wurde. Monsun in Brandenburg.
Ja, wir haben ein Tiefdruckgebiet und dieses bringt ein richtiges Wolkenband mit und das zieht nicht durch, sondern zieht den ganzen Tag über Brandenburg hinweg und bringt deshalb immer wieder neuen Regen. Die Regenmengen, das sind dann so 40 bis teilweise 60 Liter pro Quadratmeter und da kommen wir schon an die Monatssumme heran. Oder wenn man es im Eimer umrechnet, sind das so 4 bis 6 Eimer Wasser pro Quadratmeter und das ist eine ganze Menge. Die Sorge groß, dass durch die starken Regenfälle die Flüsse in Brandenburg schnell anschwellen könnten. Im Landesamt für Umweltschutz in Potsdam überlegte man sogar, die erste Hochwasseralarmstufe auszurufen. Aufatmen am Nachmittag. Wir haben in Brandenburg keine Hochwassersituation. Wir haben ausreichend Platz noch in den Flüssen, so dass dort noch Wasser aufgenommen werden kann. Die Alarmstufe 1 werden wir nicht erreichen, voraussichtlich. Also es wird kein Hochwasser in Brandenburg eintreten. Landunter dafür auf vielen Straßen. 24 Stunden Dauerregen lassen zwar nicht die Pegel der Flüsse über die Ufer steigen, aber die Pegel auf den Straßen. Hier haben wir im wahrsten Sinne des Wortes Landunter. Das Problem sind verstopfte Gullis und Aquaplaning auf die Folge. Aquaplaning ist auf regennasser Straßen mit das Gefährlichste, was Sie haben können als Autofahrer. Und das Problem ist, dass Ihnen das Auto da eine Sicherheit vorgaukelt, die Sie gar nichts haben. Wenn der Reifen aufschwimmt, schwimmt er auf. Dann nützt Ihnen auch ESP nichts, dann nützt Ihnen Allradantrieb nichts, dann nützt Ihnen ABS nichts, da hilft nur runter vom Gas. Die Gefahr von Gewittern, Starkregen und Sturmböen ist aber noch nicht vorbei, warnt der Deutsche Wetterdienst. Ja, stürmisch geht es auch bei den Stadtwerken der Landeshauptstadt zu. Wilfried Böhme, der Stadtwerkechef, ist heute am Abend gerade zurückgetreten. Nicht nur soll er 3 Familienmitglieder in dem Unternehmen untergebracht haben, auch sein Schwager arbeitete wohl scheinselbstständig für ein Tochterunternehmen der Stadtwerke. Jana Wochnik. Er war nicht mehr zu halten. Wilfried Böhme musste als Stadtwerkechef zurücktreten. Zu schwer wiegen die Vorwürfe der Vetternwirtschaft. Oberbürgermeister Jacobs würdigte zwar seine Arbeit, vor dem Hintergrund der nun gegen ihn erhobenen Vorwürfe ist die Niederlegung seiner Ämter aber der richtige Schritt. Das Unternehmen braucht jetzt einen Neuanfang. Der Sumpf um die Potsdamer Stadtwerke, er wurde immer tiefer. Immer neue Seilschaften wurden bekannt. Jetzt kam heraus, nicht nur Böhmes 3 Kinder und ein Neffe arbeiten bei den Stadtwerken, auch sein Schwager profitierte von Böhmes Job. Wilfried Böhme ist seit 2011 Chef der Stadtwerke und damit auch der Tochter Energie und Wasser. Mit dieser Tochterfirma gibt es einen Werksvertrag. Diesen Werksvertrag hat der Schwager von Wilfried Böhme. Er hat seine Schlosserfirma auch auf diesem Gelände hier und soll von 2011 bis 2015 monatlich 5.000 Euro bezogen haben. Beim Finanzamt soll Wilfried Böhme sich selbst angezeigt haben, denn sein Schwager war offenbar scheinselbstständig. Damit wurden Steuern und Sozialabgaben umgangen. Seit 2011, als die Stadtwerke schon einmal tief im Korruptionssumpf versunken waren, gab es in dem Unternehmen Transparenzvereinbarungen. Aber Transparency International kritisiert, es gab sie nur auf dem Papier. Das Hauptproblem besteht darin, wenn der Kopf einer solchen Institution es nicht ernst nimmt und nach draußen auch klar macht, dass er es nicht ernst nimmt, dann kann man von den Mitarbeitern nicht erwarten, dass sie da mit größerem Ernst rangehen. Der Rücktritt Böhmes ist das vorläufige Ende einer Kette von Verstrickungen. 2 Geschäftsführer von Tochterfirmen mussten wegen Unregelmäßigkeiten gehen. Im Fall einer Prokuristin prüft die Staatsanwaltschaft aktuell, ob sie Ermittlungen wegen Untreue einleitet. Stadtverordnete wie Johannes von der Ostensacken fordern von der Stadtführung vollständige Aufklärung. Ich denke, dass man eben die Personalkonsequenzen bei dem Oberbürgermeister und dann bei dem Beteiligungsmanagement regelt, dort auch die Verantwortung suchen muss. Das ist ja auch eine richtige Sache, wenn man sagt, dort werden die Entscheidungen getroffen, dann liegt dort auch die Verantwortung. Für Montag sind die Fraktionschefs der Stadtverordnetenversammlung von Oberbürgermeister Jacobs zu einer außerordentlichen Sitzung eingeladen. Dann soll Licht ins Stadtwerke Dunkel kommen. Wir kommen jetzt zu ersten Kurznachrichten. Ingo. Der 17. Juni heute ist ein wichtiger Tag der deutschen Geschichte. Heute jährt sich zum 63. Mal der Volksaufstand in der DDR. Ein Aufbegehren gegen das Regime mit vielen Opfern. In Brandenburg an der Havel gedachten Oberbürgermeisterin Thiemann und Landtagsvizepräsident Dombrowski der Opfer. Im Innenhof der Generalstaatsanwaltschaft wurden Kränze niedergelegt.
Dort befindet sich eine Bronzetafel für die Opfer des Stalinismus. Bei der zentralen Veranstaltung in Berlin mahnten der regierende Bürgermeister Müller und Bundeskanzleramtschef Altmaier, das Gedenken wachzuhalten. Rund 1 Million Menschen waren vor 63 Jahren in rund 700 Orten auf die Straße gegangen. Die Proteste wurden mit Gewalt niedergeschlagen. Der Flüchtlingsgipfel gestern Abend im Kanzleramt in Berlin hat aus Sicht der Kommunen allenfalls einen Teilerfolg gebracht. Der Bund sagte zu, die Unterbringungskosten für anerkannte Asylbewerber in den nächsten 3 Jahren zu übernehmen. Das sind rund 2,5 Milliarden Euro. Für den Oberbürgermeister von Cottbus, Kelch, reicht das aber nicht. Ihm geht es um mehr Hilfe, Flüchtlinge auch tatsächlich zu integrieren. Wir können nicht nur die Menschen unterbringen und mit Heizung, Wasser und so weiter versorgen. Hier geht es ja darum, die, die länger hier bleiben, auch zu integrieren. Das heißt, die Kinder, die Familien, die hierher kommen, denen Deutschkurse anzubieten, Weiterbildung, Ausbildung. Das sind alles Fragen, die noch nicht geklärt sind. Und insofern heißt es hier hart weiter verhandeln. Bei der geplanten Verwaltungsreform soll es doch Amtsgemeinden geben. Das hat die SPD-Fraktion im Landtag klargestellt und sie hat damit einen anderslautenden Zeitungsbericht dementiert. Die Landesregierung von SPD und Linke will durch Amtsgemeinden die Verwaltung straffen, effektiver machen. Dabei können sich mehrere Ortschaften freiwillig zu Amtsgemeinden zusammenschließen. Die Amtsdirektoren sollen direkt von den Bürgern gewählt werden. Wer hat wie viel Anspruch auf Schallschutz am BER? Darüber informiert die Flughafengesellschaft heute und morgen in Schönefeld. Sie hat zu Schallschutztagen ins Dialogforum eingeladen. Dort wurde auch jetzt bekannt, dass das Nachtschutzgebiet südlich des neuen Flughafens leicht erweitert werde. Dazu gehören Teile der Orte Rotberg, Kiekebusch und Karlshof sowie von Dahlewitz und Jünsdorf. Damit steigt die Zahl der Haushalte mit Anspruch auf Schallschutz um 500 auf 26.000. Außerdem versucht die Flughafengesellschaft durch einige Neuerungen, etwa bei den Fenstern und der Dämmung, noch skeptische Anwohner zu überzeugen, Schallschutzmaßnahmen umzusetzen. Sie haben ja auch vorhin gesehen, da werden noch Fragen gestellt, geht der Flughafen überhaupt je in Betrieb? Dann gab es immer wieder Fragen, könnte nicht vielleicht sich doch noch irgendwas ändern? Am Ende ist es so, ja, es kann sich immer wieder was ändern, aber ist es nicht erstmal wichtig, den Schallschutz einzubauen und damit Lösungen zu haben, die einem ein gesundes Leben im eigenen Haus ermöglichen? Auch hat die Flughafengesellschaft eine Broschüre mit Informationen zum Schallschutz für alle Betroffenen herausgebracht. Viele Anschlussbeiträge für Trink- und Schmutzwasser, die rückwirkend erhoben wurden, sind verfassungswidrig, hatte das Bundesverfassungsgericht vor einem halben Jahr entschieden. Das gilt für Beiträge aus der DDR-Zeit bis zum Jahr 2000. Da kommt was auf die Wasserverbände zu. 210 Millionen Euro müssen zurückgezahlt werden. Da hatten die Betroffenen den Bescheiden widersprochen. Aber wie verfahren mit den anderen Betroffenen, die eben nicht widersprochen haben? Da geht es um gut 400 Millionen. Und das war der Streitpunkt heute beim Verbändetreffen in Ludwigsfelde. Andreas Hebel. Wenn die Mitarbeiter des Wasserverbandes WARL in der Holzhaussiedlung in Ludwigsfelde unterwegs sind, dann wissen sie, dass die Kanäle, die sie hier überprüfen, nicht mehr lange halten werden. Rund 35 Jahre alt sind die Leitungen. Nächstes Jahr spätestens müssen sie saniert werden. Kosten mindestens knapp 2 Millionen Euro. Geld, das bislang über Gebühren und Anschlussbeiträge eingenommen wurde. Doch jetzt will der Verband sich nur noch über Gebühren finanzieren und alle jemals gezahlten Anschlussbeiträge zurückzahlen, egal ob der Verband das gerichtlich muss oder nicht. Da bei einer Umstellung des Finanzierungssystems die Bestandskraft oder Nichtbestandskraft des Beitragsbescheides irrelevant ist, kriegen alle, egal ob bestandskräftig oder nicht bestandskräftig, ihren Beitragsbescheid erstattet. Satte 40 Millionen Euro sind das. Damit aber macht sich der Ludwigsfelder Wasserverband nicht nur Freunde. Bei einem Treffen der Wasserverbände in Ludwigsfelde war auch der MAWV aus Königs Wusterhausen dabei. Dieser hat über 200 Millionen Euro an Beiträgen eingenommen. Die alle zurückzuzahlen sei schwer möglich und zudem sozial ungerecht. Ich glaube, das reine Gebührenmodell ist nicht das Allheilmittel für die Trinkwasserversorgung und Schmutzwasserentsorgung hier in Brandenburg. Der Aufwand für die Trinkwasserversorgung ist gleich und muss sozialverträglich umverteilt werden. Nein, jeder Verband wird seinen eigenen Weg gehen. Einig aber ist man sich, dass das Land mitverantwortlich sei für die Rückzahlungsmisere, wenn auch nicht für alles. Ich gehe aber schon davon aus, dass das Land sich in irgendeiner Form beteiligen werden muss, und zwar in finanzieller Art.
Das zuständige Innenministerium aber hält sich bedeckt. Ein Gutachten, das es in Auftrag gegeben hatte, sieht in Sachen Staatshaftung keinen Anspruch auf Schadensersatz gegen das Land. Doch ganz abwiegeln will man nicht. Das ist am Ende eine politische Entscheidung, ob das Land hilft. Und das gilt es, wenn alle Dinge auf dem Tisch liegen und die einzelnen Rechtspflichten bekannt sind. Dann muss geprüft werden, ob geholfen wird und in welcher Form geholfen werden kann. Aus dem Gutachten aber geht auch hervor, dass sich die Bürger besser selbst darum kümmern, ihre Beiträge zurückzubekommen. Denn erst wenn der zuständige Wasserverband die alten Beitragsbescheide zurückgenommen habe, sei der Erstattungsanspruch fällig. Die meisten Verbände wollen das von sich aus tun oder haben es schon. Wenn nicht, dann läuft die Frist. Bis 17. Dezember müssen betroffene Bürger die Rückforderungen gestellt haben. Für unsere Wochenserie hätte das EM-Spiel Deutschland-Polen wohl nicht besser ausfallen können. 0:0 unentschieden, gut für die Nachbarschaft, oder? Heute auf den Tag genau vor 25 Jahren, da hat man gute Nachbarschaft noch auf dem Papier festschreiben müssen. Wir schauen uns in dieser Woche an, wie der deutsch-polnische Nachbarschaftsvertrag seitdem mit Leben gefüllt wird, auch gestern beim EM-Spiel. Unter den Fans hat Reporter Michael Lietz ein deutsch-polnisches Liebespaar entdeckt. Beide jünger als der Vertrag. Die schönste Art der Völkerverständigung, oder? Neue Normalität am ehemaligen Frankfurter Grenzübergang. Zum Public Viewing geht's auf die deutsche Seite der Oder. Gefeiert wird gemeinsam. Unter der Oderbrücke, vor dem Großbildschirm am Radio 1 Oderstrand. Polska, Biało-Czerwoni, Polska! Polen 2, Deutsche 0. Ja! Ganz klar 3-1 Deutschland. Nur Olla und Thomas, sie aus Słubice, er aus Frankfurt, müssen etwas diplomatischer sein. Das Beste wäre natürlich ein Unentschieden für uns, für die Beziehung. Aber ich hoffe natürlich insgeheim, dass Deutschland gewinnt. Olla studiert an der Technischen Uni in Poznan, Thomas Jura in Frankfurt. Hier haben sich beide vor 6 Jahren kennengelernt. Thomas spricht übrigens besser Polnisch als Olla Deutsch. Wenn aus Nachbarn Freunde werden. Vor Jahren noch keine Normalität, vor allem wenn es um Fußball ging. Der Höhepunkt, die Europameisterschaft 2008. Nach dem Vorrundenspiel Deutschland gegen Polen standen sich Słubica und Frankfurter auf der Oderbrücke gegenüber. Die Polizei hatte Stunden zu tun, um beide Fangruppen auseinanderzuhalten. Ganz anders die Stimmung heute. 500 Fans feiern gemeinsam am Oderstrand. Mehr wurden aus Sicherheitsgründen nicht unter die Brücke gelassen. Nur das Spiel bei der Mannschaften bot zumindest in der ersten Halbzeit noch Zeit, sich mit Wichtigerem zu beschäftigen. Ich muss sagen, ich finde Deutschland um einiges besser, aber vorne läuft es irgendwie nicht. Ja. 0:0 ist okay. Ja. Ja, ist okay. Straßenfegerfußball, nichts los in der Stadt. Und dennoch zieht es gleich ein halbes Dutzend Fernsehteams an die Oder. Es ist wohl doch noch ein Phänomen. Gemeinsam und friedlich feiernde Fußballfans. Olla und Thomas, sie 22, er 23 Jahre jung, mittendrin. In 2 Jahren nach ihrem Studium wollen sie in Frankfurt in ihre erste gemeinsame Wohnung ziehen. Zum Glück hat das torlose Spiel den Haussegen nicht in Schieflage gebracht. Czy było sprawiedliwe? 0:0? Ja. Ja. War gerecht? Ich finde, das war super Match, super Spiel. Ja. Hat euch das hier gefallen? Die Location hier, ist die okay? Kommt ihr wieder? Ja, also wir finden es auf jeden Fall klasse. Hier ist schön gemütlich mit dem Strand an der Oder. Deswegen werden wir auch wiederkommen. Vielleicht ja nochmal zu einem Deutschland-Polen-Spiel. Wer weiß, Finale. Ja, so viel Eintracht gibt es beim nächsten Thema nicht. Wie Sie wissen, wenn es vor Ort knirscht, dann rollt unser blauer Robur um die Ecke. Der rollt im Moment aber in Richtung St. Petersburg für RBB-Dreharbeiten. Team Jäger ist trotzdem am Streitfall in Neuruppin dran, wo dieser Kreisverkehr für Ärger sorgt. Das Streitobjekt liegt am Rand von Neuruppin, der große Kreisverkehr. 70 Meter Durchmesser, beim Bau vor 13 Jahren Brandenburgs größter und modernster Kreisel. Die Fahrbahn soll erneuert und bei dieser Gelegenheit der große Kreisverkehr auch gleich kleiner gemacht werden. Um 40% soll er schrumpfen. Und das sorgt hier in Neuruppin für große Fragezeichen.
Kompletter Neubau also? Die Frage ist, reicht eine Sanierung des Kreisels nicht aus und kann er nicht so groß bleiben? Nein, sagt das Landesamt für Straßenbau, beruft sich auf Regeln und Verkehrsprognosen. Schlimme Folgen befürchtet derweil manch Neuruppiner. Wenn dieser Kreisverkehr verkleinert wird, würde genau das eintreten, was auch das Landesamt für Straßenwesen nicht erreichen will. Nämlich ein Rückstau auf ihren Landes- und auf den Bundesstraßen. Wenn Sie das Thema interessiert, dann kommen Sie doch einfach vorbei. Morgen, Samstag ab 12 Uhr, sind wir hier am Kreisel in Neuruppin an der Neustädter Straße, um mit Beteiligten zu reden und vielleicht Neues zu erfahren. Ja, und morgen Abend dann mehr bei uns. Jetzt aber Ingo. 10 kleinere Bahnhöfe im Land sollen barrierefrei werden. Das hat das Infrastrukturministerium angekündigt. Profitieren werden unter anderem Seefeld und Werneuchen im Kreis Barnim, Perleberg in der Prignitz und Selo im Kreis Märkisch-Oderland. Alles kleine Bahnhöfe, in deren Nähe zum Beispiel ein Seniorenheim ist oder eine Kita. Das Geld für den Umbau stammt vor allem aus dem Zukunftsinvestitionsprogramm des Bundes. Mehr als 7,5 Millionen Euro. Viele Landwirte sind sauer. Sie warten auf ihr Geld. Prämien für die ökologische Bewirtschaftung ihrer Flächen im vorigen Jahr. Bis heute sind die nicht ausgezahlt. Besonders betroffen sind die über 700 Biobetriebe wie der von Schäfer Jens Kahrt aus Angermünde. Er bewirtschaftet über 400 Hektar Acker- und Weideland. Die ihm zustehenden knapp 90.000 Euro hatte er fest eingeplant. Für uns ist es denn schon wichtig zu wissen, wann das Geld kommt, um bestimmte Investitionen abzusichern. Und hier konkret steht eine Maschine, die geliefert worden ist und wo wir uns eigentlich darauf verlassen haben, dass das Geld pünktlich kommt. Aber wir stehen jetzt im Regen, müssen warten auf das Geld, was da kommt. Und das ist unseren Partnern gegenüber eigentlich kein schönes Verhalten, zu sagen, du, ich kann jetzt nicht zahlen, ich bin jetzt zurzeit nicht zahlungsfähig. Im Ministerium hieß es, der Großteil der Anträge aus dem Vorjahr sei bearbeitet. Grund für die Verzögerung sei eine Softwareumstellung. Bis Ende Juni werde gezahlt, um die Liquidität der Bauern nicht weiter zu gefährden. Die Schüler der Bürgelschule in Rathenow dürfen sich über eine wichtige Auszeichnung freuen. Sie haben beim Deutschen Schulsportpreis den 3. Platz belegt, verbunden mit einem Preisgeld von 2.000 Euro. Die Auszeichnung würdigt das Sportprofil der Schule. Begründung: respektvoller Umgang miteinander stehe bei allem ganz oben. An der Bürgelschule lernen rund 700 Schülerinnen und Schüler. Bis zu 13.000 Radfahrer werden wieder erwartet zum Veloton an diesem Sonntag. Ein Radrennen quer durch Brandenburg und Berlin, verbunden mit umfangreichen Straßensperrungen. Die große Schleife über 120 Kilometer geht durch die Landkreise Teltow-Fleming und Potsdam-Mittelmarkt. Wendepunkt ist Ludwigsfelde. Die Straßen, darunter die B101, werden zeitweise voll gesperrt. Richtig eng wird's wie im Vorjahr in der Berliner Innenstadt. Hier sind die Rennfahrer auf mehreren Runden unterwegs. Start und Ziel ist auf der Straße des 17. Juni. Die ersten Sperrungen sind schon aufgebaut. Ja, sind Sie reif für die Insel? In unserem Ausflugstipp schicken wir Sie heute auf die Rote Insel. Kein Wasser, sondern 3 Bahnlinien umschließen diesen Flecken Erde. Und rot sah man dort vor allem auf dem Wahlzettel Ende des 19. und im 20. Jahrhunderts. Inzwischen könnte man wohl auch von grüner Insel sprechen, also parteipolitisch. Heike Bolt-Schüler nimmt Sie mit zur Roten Insel in Berlin-Schöneberg, die man schon von Weitem deswegen ganz gut sehen kann. Der Gasometer Schöneberg, Baujahr 1910. Da wollen wir hoch. Das ist knapp 80 Meter hoch. Wir haben dort oben Darius-Rotoren und das hat es dann noch mal ein paar Meter höher gemacht. Und das sind 420 Stufen, eigentlich ganz einfach zu laufen. Sascha Majkowski ist von dem stählernen Bauwerk fasziniert. Bei seinen Führungen nimmt er jeweils 9 Mutige mit. Ein Gasometer ist eigentlich ein Gasbehälter. In der Umgangssprache sagt man Gasometer, weil die Glocke drin hoch und runter ging und daran konnte man sehen, wie viel Gas drin war. Gas gibt es hier seit gut 20 Jahren nicht mehr. Dafür erlebt man hautnah die Höhe. Man sollte schwindelfrei sein. Auf 45 Metern ist der Weitblick am schönsten. Der Fernsehturm am Alexanderplatz, der nahe Bahnhof Südkreuz und die Dächer von Schöneberg. Zu Füßen die Rote Insel, wo viele Prominente wohnten. Hinter dieser Hausfassade wurde Schauspielerin Marlene Dietrich geboren, in der Leberstraße 65. In der Leberstraße 33 wuchs ihre ebenso berühmte Kollegin Hildegard Knef auf.
Schöne Gründerzeitbauten, wohin man schaut. Im Zweiten Weltkrieg wurde das Viertel von Bomben verschont. Mittendrin Kirchen wie die Königin-Luise-Gedächtniskirche und historische Friedhöfe. Der alte Zwölf-Apostel-Kirchhof, eine fast unbekannte Oase mit prominenten Gräbern, wie vom Schöpfer des Neptunbrunnens, Reinhold Begas. Am Sonnabend gibt's hier die nächste Führung. Das war ja der Einzugsbereich auch um die Potsdamer Straße, Tiergartenviertel. Und das war ein Gebiet, wo damals sehr viele Künstler und Intellektuelle gelebt haben und ihre Ateliers hatten, wie zum Beispiel Anton von Werner in seiner Zeit, einer der berühmtesten, bedeutendsten Maler. Ganz bekannt ist das Bild Kaiserproklamation von Versailles. Zurück zum Gasometer. In der Kuppel talkte Günter Jauch bis letzten November. Jetzt stellt hier Albrecht Gese aus, der unter anderem Bundeskanzler Helmut Kohl porträtierte. Bildgewaltige Zeitgeschichte. Der Eintritt ist frei. Gleichzeitig können Besucher das wachsende EUREF-Gelände besichtigen, ein Zentrum für Elektromobilität. Sonntags gibt's auch Kaffee und Kuchen. Wir sind die größte Elektrotankstelle Deutschlands. Wir haben ein transluzentes Solardach, wo sozusagen auch wirklich die Sonnenenergie in die Autos direkt geladen wird. Wir fahren also CO2-frei. Und das kann man alles sehen, das kann man auch sehen mit unseren Elektrorollern, die man sich ja sogar über eine App leihen kann. Die Start-up-Firma Emio zeigt, wie es geht. Der Helm ist vorhanden. Auch an diesem Wochenende kann man die Roller ausleihen auf dem Schöneberger EUREF-Gelände. Ein Ort für E-Mobility hier am Gasometer und ich probiere das auch gleich aus. Ja, und wenn Sie es auch ausprobieren wollen, weitere Infos zu Anreise und vorgestellten Angeboten finden Sie auf unserer Internetseite oder auf der RBB-Videotexttafel 505. Und ich glaube, in dem Fall lohnt sich die Anreise mit der Bahn. Ja, Sie hören schon, einen besonderen Tipp für morgen hätten wir da ja noch. Wenn Sie uns immer schon mal live erleben wollten, dann kommen Sie morgen nach Cottbus. Brandenburg aktuell sendet morgen live vom Stadtfest. Wenn Sie zum Stadtfest wollten, können Sie das ja prima verbinden. Jana Gebauer wirft schon mal einen Blick voraus und der Regen heute war eine Herausforderung für die über 100 Schausteller und die Reporterin. Das wird alles werden. Klar. Wir hoffen, dass heute Abend noch ein paar Leute kommen. Ja, man kann sich ändern. Man muss das Beste draus machen, junge Frau. Es wird besser. Es wird. Und zwar morgen. Zum 25. Geburtstag des Cottbuser Stadtfestes scheint dann die Sonne, versprochen. Also Kopf hoch. In der Cottbuser Innenstadt trotzen die über 100 Schausteller und Händler dem Regen. Wie hier auf dem Altmarkt ist schon fast alles bereit für tausende Besucher. Diesmal zum ersten Mal hier. Deswegen lassen wir uns gerade überraschen und gucken uns alles an hier erstmal. Dankeschön. Auf was freuen Sie sich? Auf alles hier, auf Essen, Trinken, Ruhme. Mit viel Trommelwirbel wurde das Stadtfest dann am späten Nachmittag offiziell eröffnet. Auch vom Cottbuser Oberbürgermeister. Wir sind das größte Stadtfest im Land Brandenburg und flächenmäßig sogar mehr als in München das berühmte Oktoberfest. Vom Kindermusical gab es als Bestätigung die Cottbus-Hymne. Und dann wagen sich die Ersten trotz Nieselregen doch auf den Rummel. Ja, Sie hören es, er muss sich auch rauswagen. Wo geht's hin für die Landschleicher? Na, nehmen wir nochmal das. Ach schön, Lehnsdorf. Herzlichen Glückwunsch. Morgen ist der Landschleicher bei Ihnen. Und am Sonntag gibt es die Geschichte von Lehnsdorf hier bei Brandenburg aktuell. Ja, Sie hören es, hier prasselt es auch ordentlich, wie überall im Land, in der Uckermark in diesem Fall. In dieses Moor war Ulrike Fink heute ganz gezielt unterwegs, denn dieses Moor ist ein besonderes Geschenk. Die Wetteraussichten. Wir haben uns heute einen wildromantischen Ort ausgesucht. Mitten in der Uckermark stehen wir gerade knöcheltief im Moor. Mit dabei ist Michael Suko, international anerkannter Moorforscher. Es ist von oben nass, es ist von unten nass. Ich meine, schöner kann es doch eigentlich nicht sein.
Ich hatte gelesen, dass 3% aller Landflächen weltweit Moore sind, relativ wenig. Diese Flächen aber doppelt so viel Kohlendioxid speichern wie alle Wälder zusammen. Wie funktioniert denn das genau? Indem eben auf diesen Nassstandorten die Wurzelmasse, das Unterirdische, nicht mineralisiert wird. Es kommt kein Sauerstoff ran. Die organische Substanz häuft sich jedes Jahr an, wächst. Und das ist das Geheimnis der Moore. Und Gott oder die Natur hat ihm die Aufgabe, den Mooren gegeben, dass sie die wichtigsten Entsorgungsfesthaltesysteme sind. Mit der organischen Substanz werden Nährstoffe, Schadstoffe, Laststoffe festgehalten. Das sind so Erkenntnisse, die wir seit 10, 20 Jahren gewonnen haben, weltweit. Also die Rolle der Moore im Naturhaushalt auf den Landflächen ist überragend und praktisch überlebenswichtig. Hier in dieser Uckermark laufen die großartigsten Moorwiedervernässungsprojekte in Deutschland. Wir sagen Ihnen jetzt erstmal, wie das Wetter wird heute Nacht und morgen. Da lässt das mit dem Regen etwas nach. In der Nacht zum Sonnabend bleibt es weitestgehend trocken. Die Temperaturen gehen bis auf 11 Grad zurück. Am Tag wechseln sich dann Sonne, Wolken und Schauer ab. Richtung Havelland wird es vereinzelt gewittern. Die Temperaturen steigen bis auf maximal 24 Grad. Es gibt unterschiedlichste Moortypen, ungefähr 30 an der Zahl. Was für ein Typ ist denn das jetzt hier? Das ist ein grundwassergespeistes Niedermoor, wie es für Brandenburg typisch ist. Vor etwa 10.000 Jahren entstanden, war dann vor 100 Jahren etwa entwässert worden, war als Moor nicht mehr erkennbar. Und wir haben im Rahmen von Naturschutzmaßnahmen das Moor wieder vernässt, sagt man dazu. Also den Wasserhaushalt ursprünglich wieder hergestellt und es ist wieder voll Wasser und wächst wieder. Was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen einem Niedermoor wie diesem hier und einem Hochmoor? Hochmoore werden ausschließlich von Regenwasser gespeist. Brauchen wir also Gebiete mit hohem Niederschlag. Haben wir in Brandenburg nicht. Hier haben wir also Moore, die auch Grundwasser oder Oberflächenwasser dazu brauchen, um ausreichend wasserernährt zu sein. Mit dem Wasser von oben ist es in den nächsten Tagen tatsächlich auch schon wieder vorbei. So langsam kommt der Sommer zurück. Viel Sonne, nur vereinzelt Schauer und am Dienstag auch Gewitter. Die Temperaturen steigen bis auf 27 Grad. Am Ende kann ich Ihnen jetzt noch eine Angst nehmen. In Brandenburger Mooren versinkt man nicht, jedenfalls nicht so schnell. Das allerdings soll jetzt kein Aufruf sein für Sie. Ach, gehen wir doch mal durchs Moor spazieren, denn Gefahren lauern überall. Alles klar, Dankeschön Ulrike Fink. Und das passende Gesicht zum Wetter heute liefert wohl dieser Vogel, ein Schwarzkehlchen von René Alexander. Dankeschön. Ja, Schluss mit Vogel, Schluss mit uns. Aber weiter mit der Tagesschau. Und danach empfehlen wir sehr gerne die 30 tollsten Schlagerstars der 70er XXL, wenn Sie mitsingen wollen. Na, schauen wir mal. RBB aktuell dann um 21.45 Uhr. Und morgen meldet sich, wie gesagt, mit Brandenburg aktuell live aus Cottbus dann Gerald Mayer. Und Ingo sorgt wahrscheinlich auch morgen für die Kurznachrichten. Selbstverständlich. Also, und dann Landschleiche am Sonntag aus Lehnsdorf, einem Ortsteil von Wiesenburg-Mark. In Potsdam-Mittelmark hätten wir das auch noch festgehalten. Bis dahin. Schönen Abend. Ciao. 6 Kliniken beklagen Investitionsstau von 350 Millionen Euro. Krankenhausfinanzierung, mehr Geld für Hochleistungsmedizin vom Freistaat gefordert. LKW-Unfälle. Zweimal musste die Autobahn 4 Stunden lang gesperrt werden. Und Schlussakkord. Die Ära von Gewandhauskapellmeister Ricardo Chailly ist zu Ende. Der MDR Sachsenspiegel. Heute mit Almut Rudel. Herzlich willkommen zum Sachsenspiegel. Das Vorrundenspiel bei der Fußball-Europameisterschaft in der Gruppe C, Deutschland gegen Polen, ist heute das große Thema des Abends. Wer kann, hat sich diesen Abendtermin freigehalten. Deutschland gegen Polen. Was lag da für uns näher, als uns aus diesem Anlass in Görlitz umzuschauen? Da, wo Deutsche und Polen ja täglich miteinander zu tun haben. Magda aus dem polnischen Luban und Tom aus Görlitz. Was sie verbindet, sind nicht nur ihre Jobs als Fitnesstrainer in der Neiße Stadt. Nein, sie fiebern auch als wahre Fußballfans dem heutigen EM-Spiel zwischen Polen und Deutschland entgegen. Die Favoriten sind klar. Also als erstes die bessere Chance hat natürlich Deutschland. Ein Lewandowski rettet Polen natürlich nicht. Polen ist trotzdem starker Gegner und Konkurrenz ist natürlich sehr hoch. Ja, also heute, das ist sehr wichtig für mich und ich hoffe, dass heute Polen gewinnen. Ich drücke meine Daumen. Daheim bei Agnieszka und Philipp. Sie Polen, er Deutscher. Seit 10 Jahren sind sie ein grenzüberschreitendes Paar.
Fußball eigentlich nicht so ihr großes Thema, aber Deutschland gegen Polen bei einer Europameisterschaft, das lässt auch diesen deutsch-polnischen Haushalt zum Stadion werden. Ich würde mich freuen, wenn die Polen über eigenen Schatten springen und diese traurige Statistik, die ich gerade in der Zeitung lese, in den Spielen gegen Deutschland ein bisschen aufbessern. Wenn der Kollege Boateng so spielt wie das letzte Mal, mache ich mir eigentlich keine Sorgen. Dann bekommen wir sicherlich nicht so viele Gegentore. Aber ich freue mich natürlich auch, wenn die Polen ein Tor schießen. Also ich würde mir jetzt mal ein 3:1 wünschen. Im Hof der Kulturbrauerei Görlitz. Hier laufen die letzten Vorbereitungen für die große Public-Viewing-Veranstaltung am Abend. Rund 2000 Fußballfans werden hier erwartet, darunter auch viele Polen. Und die wurden schon mal ausgefragt, wie die polnische Mannschaft in diesem Jahr aufgestellt ist. Das wird heute Abend eine ganz, ganz große Rolle spielen. Ich denke, dass die Polnischen in der Abwehr ein bisschen schwieriger sind als die Deutschen, deswegen können wir ein bisschen angreifen. Mein Tipp deshalb heute, denke ich, 2:1, wir werden es 2:1 schlagen. Natürlich kommen die Polen mit dem ersten Tor und wir ziehen dann 2 hinterher. 21 Uhr ist Anstoß Deutschland gegen Polen. In Görlitz werden dann besonders die Daumen gedrückt für die Mannschaften dies und jenseits der Neiße. Hoffen wir, dass heute Abend um dieses Gruppenspiel Deutschland gegen Polen in Saint-Denis alles friedlich bleibt. Die Partie wurde von den Sicherheitskräften als Risikospiel eingestuft. An den ersten Tagen dieser Europameisterschaft machten vor allem Hooligans aus England und Russland mit ihren Gewaltexzessen Schlagzeilen. Aber auch deutsche Hools sollen in Frankreich bereits auffällig geworden sein. Wieder Hooligan-Krawalle bei der Europameisterschaft. Wieder in der nordfranzösischen Stadt Lille. Gestern Nacht ging diese Gewalt offenbar von englischen Problemfans aus. Erst am Sonntag hatten hier im Stadtzentrum deutsche Hooligans Anhänger der ukrainischen Nationalmannschaft angegriffen. Ob auch Sachsen dabei waren, ist unklar. Klar ist, vor dem Hauptbahnhof in Lille posierten Anhänger von Dynamo Dresden mit Reichskriegsflagge. Ein Hooligan zeigt den Hitlergruß. Die Polizeidirektion Dresden habe damit nicht gerechnet. Es sind definitiv gewaltbereite Fans in Frankreich. Das heißt, unsere bisherige Lagebeurteilung stimmt so nicht mehr. Die müssen wir korrigieren. Das ist wie so ein Alarmsignal für uns, dass wir jetzt daran ableiten, okay, jetzt erkennen wir für uns als Dresdner Handlungsbedarf, damit wir im Vorfeld auch was tun. Heißt, die Dresdner Polizei will jetzt einigen Hooligans mitteilen, dass sie unter Beobachtung stehen. Wo sie sich aber aufhalten, ist unbekannt. Andere Maßnahmen wie Grenzkontrollen der Bundespolizei sind effektiver. Vor dem Spiel der deutschen Mannschaft in Lille wurden 18 Anhänger von Dynamo Dresden an der Grenze die Einreise nach Frankreich verweigert. Im Gepäck hatten sie Schlagringe und Sturmmasken. Hooligans an der Grenze zu stoppen, sei aber keinesfalls einfach, so der Sportsoziologe Gunther Pilz, der sich seit Jahren mit der Gewaltszene beschäftigt. Wir leben in einem Rechtsstaat nach ganz strengen rechtsstaatlichen Prinzipien. Das heißt, ich brauche auch einen richterlichen Beschluss. Und das ist so einfach nicht zu haben. Es wird gemacht. Es sind auch schon etliche, gerade aus Dresden, Leipzig, Hooligans bei dem Spiel gegen die Ukraine an der Grenze abgefangen worden, wieder nach Hause geschickt worden. Also das wird gemacht, aber es gibt halt auch Grenzen. Wir sind kein Überwachungsstaat. Einige aus der sächsischen Hooligan-Szene haben das ausgenutzt. Von den Fußballfans im Freistaat gelten laut Innenministerium aktuell 1130 Fans als gewaltbereit. Gewaltsuchend, also eindeutig Hooligans, sind 265. Das Innenministerium habe nach eigenen Angaben keine Hinweise auf die Ausreise von Hooligans gehabt und deswegen keine Auflagen erteilt. Noch wurden vom heutigen Spielort der deutschen Nationalmannschaft in Saint-Denis keine Krawalle gemeldet. Hoffentlich bleibt es heute bei Bildern wie diesen und damit bei einem Fußballfest. Mehr zu diesem Thema, auch das ausführliche Interview mit Polizeisprecher Thomas Geithner, finden Sie auf unseren Internetseiten. Blitz und Donner, heftige Regengüsse. Beim Wetter ist in diesen Tagen einiges los. Gestern hat ein Tornado in der thüringischen Kleinstadt Elrich, das liegt bei Nordhausen, für erheblichen Sachschaden gesorgt. Nach Angaben der Polizei wurden die Dächer von rund 50 Häusern beschädigt. Bäume stürzten um. Das Unwetter dauerte nur wenige Minuten. Die Feuerwehr war bis in den Abend im Dauereinsatz. Verletzt wurde zum Glück niemand. Der Sachschaden wird auf mehrere 10.000 Euro geschätzt. Bei mir im Studio ist nun unsere Wettermoderatorin Stefanie Meisner. Was da in Thüringen abging, kann uns das auch hier in Sachsen passieren?
Ja, ist auch schon. Pfingsten 2010 erinnere ich mich. Da gab es auch einen Tornado. Es braucht aber echt viele Zutaten. Das passiert nicht einfach mal so. Ist auch schwer vorherzusagen. Und Entwarnung wirklich für die nächsten Tage oder so ist wirklich eher unwahrscheinlich. Die Wetterprognose besagt, dass viel Regen kommt. Wie viel denn? Und kann man das ein bisschen eingrenzen? Wo besonders? Welche Gebiete sind besonders betroffen? Also wie viel? Das könnte im schlimmsten Fall so ein ganzes Monat soll sein. Das liegt dann zwischen 50 bis 60 Liter. Ist wirklich aber auch die Ausnahme. Und wo genau? Das ist nicht so einfach vorherzusagen. Es könnte, da das Tief ja aus Süden kommt, sich dann im Leh, also auf der anderen Seite, in der nördlichen Seite des Erzgebirges, beispielsweise eben sehr stark abregnen. Kann noch sehr viel in Tschechien runterkommen. Die Gewitter, wo treten die genau auf? Davon hängt es genauso ab. Also ganz mittelfristig vorhersagbar ist es nicht, eher recht kurzfristig. Und dann schaut man am besten auf die Seite des Deutschen Wetterdienstes und informiert sich da über die Warnung. Mhm. Mehr zum Wetter dann wie gewohnt am Ende der Sendung. Danke, Stefanie Meisner. Das folgende Thema mag trocken klingen, aber am Ende geht es uns alle an, die Krankenhausfinanzierung. Viel Geld ist in den vergangenen Jahren in die Gebäudesanierung sächsischer Krankenhäuser geflossen. Jetzt steht die Krankenhauslandschaft vor neuen Herausforderungen. Und deshalb beschäftigt sich heute der Sächsische Krankenhaustag mit Aspekten rund um Patientenversorgung und Qualitätssicherung. Das Klinikum St. Georg in Leipzig, ein großes Gelände mit Campuscharakter, für die Zwecke vor 100 Jahren möglicherweise gut geplant, für die heutige Ausstattung mit Hochleistungsmedizin weniger. Die Häuser sind zum Teil saniert, aber eine Gebäudesanierung ist nicht alles. Ein Krankenhaus ist ein lebendes Objekt. Es muss ständig investiert werden, erneuert werden, gewartet werden, instand gesetzt werden. Und nicht nur Infrastruktur, Gebäude, sondern auch Medizintechnik bis zur Ausstattung, Betten, Infusionsständer und Ähnliches. Das sind Themen, die ständig im Rollen sind und dafür brauchen die Häuser Geld. Die Sächsische Krankenhausgesellschaft schätzt den Investitionsstau für moderne Technik in allen Krankenhäusern auf 350 Millionen Euro. Das System der Krankenhausfinanzierung ruht auf zwei Säulen. Zuständig für die Vergütung in Bezug auf die Behandlung von Patienten sind die Krankenkassen. Investitionen in Gebäude und medizintechnische Ausstattung werden von den Bundesländern finanziert. Beim Sächsischen Krankenhaustag wird diskutiert über bestmögliche Versorgung, Qualität, über die Personalsituation, aber natürlich auch über den Finanzbedarf, den die Krankenhäuser beim Freistaat anmelden. Ich verrate jetzt mal die Zahl für den Doppelhaushalt: 259 Millionen. Und damit können wir sagen, im Wesentlichen Stabilität. Aus Sicht der 80 Krankenhäuser im Freistaat 90 Millionen zu wenig. Ich weiß von meinem Haus, dass wir einen sehr großen Investitionsbedarf haben. Der bewegt sich in zweistelliger Millionenhöhe. Und insofern ist die Gesamtsumme, die für Sachsen dasteht, sicher gut. Aber im Wesentlichen ein Tropfen auf den heißen Stein. Ich glaube, dass wir eine hohe Versorgungsqualität haben. Es werden nie alle Wünsche in Erfüllung gehen. Aber insbesondere im Ländervergleich können wir mehr als gut bestehen. Von guten zu hochwertigen medizinischen Versorgungsstrukturen sei es aber noch ein Weg, so der Tenor auf dem Krankenhaustag. Das letzte Wort zur Krankenhausfinanzierung für die kommenden Jahre ist noch nicht gesprochen. Im Kanzleramt in Berlin beraten seit dem Nachmittag die Ministerpräsidenten der Länder mit Bundeskanzlerin Merkel. Schwerpunkt der Gespräche ist die Kostenaufteilung bei der Integration von Flüchtlingen. Die Länder und Kommunen verlangen vom Bund mehr Geld für die Integration als bislang zugesagt. Mit dem in Aussicht gestellten Plus von 2 Milliarden Euro wollen sich die Bundesländer nicht zufrieden geben. Wer heute auf der A4 aus Dresden in Richtung Chemnitz wollte, musste nicht nur einiges an Nerven, sondern vor allem auch deutlich mehr Zeit mitbringen als sonst. Denn die Autobahn war nach einem LKW-Unfall bis in die frühen Abendstunden zunächst voll gesperrt und dann nur eingeschränkt wieder befahrbar. Stau, soweit das Auge reicht. Kilometerweit reihte sich am Morgen die Blechlawine auf der A4 Richtung Chemnitz, kurz nach dem Dreieck Nossen. Der Grund, ein polnischer Sattelschlepper war von der Fahrbahn abgekommen, geriet ins Schleudern, drehte sich und blieb quer über den drei Fahrspuren liegen. Der Fahrer wurde nicht verletzt, die Autobahn musste aber für 2 Stunden gesperrt werden. Der Sachschaden an den Verkehrseinrichtungen bzw. dem Fahrzeug beziffert sich derzeit auf 26.000 Euro. Das Fahrzeug, der Sattelzug, war beladen mit Autoteilen. Ob an den Autoteilen, an der Ladung Schaden entstanden ist, können wir derzeit noch nicht sagen.
Weil aber der Tank des Sattelschleppers beim Unfall aufriss, dauerten die Aufräum- und Bergungsarbeiten bis in die frühen Abendstunden. Bereits gestern Abend sorgte ein umgekippter LKW auf der A4 für eine mehrstündige Sperrung der Autobahn. In Fahrtrichtung Görlitz kam ein Sattelzug zwischen Burkau und Uist von der Fahrbahn ab, kippte anschließend auf die Seite und blockierte die komplette Fahrbahn. Der 28-jährige Fernfahrer wurde schwer verletzt, in ein Klinikum gebracht. Rettungskräfte mussten ihn aus dem zerstörten Fahrerhaus befreien. Weil die Ladung rund 24 Tonnen Garnspulen von einem Spezialunternehmen geborgen werden musste, war die Autobahn in Richtung Görlitz für knapp 9 Stunden voll gesperrt. Der Sachschaden beträgt etwa 50.000 Euro. Die Unfallursache ist noch unklar. Eine unendliche Geschichte drohte es zu werden. Die Autobahn 72 zwischen Chemnitz und Leipzig sollte eigentlich schon 2006 fertig sein. Das waren Pläne im Zuge der Olympia-Bewerbung von Leipzig für 2012. Immerhin, in den letzten Jahren wurden immer weitere Teilstücke der wichtigen Nord-Süd-Verbindung fertiggestellt. Aber der letzte Abschnitt zwischen Borna und Leipzig, das dauert wohl noch. Bis September 2020, so steht's hier geschrieben, wird also noch gebaut. Klingt wie ein Versprechen, aber die endgültige Fertigstellung liegt in noch weiterer Ferne. Doch es tut sich etwas. Es geht tatsächlich voran, ordentlich sogar. Besonders deutlich sind die Fortschritte im Bereich zwischen der bereits existierenden Anschlussstelle Borna Süd und dem künftigen Abzweig Borna Nord. Natürlich sind auch hier noch einige Schwierigkeiten zu meistern. Wir haben hier einen Höhenunterschied von 7 Metern der jetzigen Autobahn im Vergleich zu der Lage, die die angeknüpfte neue A72 im Abschnitt 5.1 haben wird. Und die müssen wir angleichen. Der Verlauf des rund 10 Kilometer langen vorletzten Teilabschnitts der Autobahn ist schon recht gut zu erkennen. Hier eine von insgesamt 11 Brücken. 6 sind bereits fertig. Die restlichen 5 werden, wie es so schön heißt, in den Bauablauf eingetaktet. Etwa 5 Kilometer nördlich von Borna streift die Trasse den Hainer See, was die Bauleute vor besondere Herausforderungen stellt. Hier in dem speziellen Fall bedeutet das sogar, dass wir die Kante, die Böschungskante, künstlich wieder aufbauen bzw. verstärken mussten, damit dann später die Autobahn hier auch einen sicheren Baugrund vorfindet. Gleichzeitig wird hier links ansatzweise erkennbar ein Lärmschutzwall errichtet. Wenige 100 Meter weiter fordert der besonders vielschichtige Untergrund eine ebenso tiefgründige Bearbeitung. Sogenannte Austauschbohrsäulen sollen den Boden stabilisieren. Das heißt, hier wird großflächig mit 20.000 Säulen, die jeweils 2 Meter breit sind, das Erdreich komplett ausgetauscht, um eine Tonschicht, die sich im Erdreich befindet, zu überbrücken, die so ein bisschen wirkt wie Seife. Wenn die einmal nass ist, die wird nicht wieder trocken, gleiten die Erdreiche gegeneinander ab. Um das zu verhindern, wird sie sozusagen überbrückt. Die Autobahn quert halt über weite Strecken ehemaliges Tagebaugelände. Südlich von Rötha war sogar unter Tage Kohle gefördert worden. Mit Fallgewichten wurden die unterirdischen Schachtanlagen nun größtenteils zerstört, der Baugrund stabilisiert und gesichert. Weil diese Hohlräume möglicherweise immer noch nicht komplett weg sind, gibt es hier die Möglichkeit, die wir anwenden, Geogitter, also eine Art Matte, in 2 Lagen unter die Autobahn zu spannen, damit, falls sich noch kleinere Hohlräume bilden, diese trotzdem abgefangen und gelettet werden können. Im September 2020 soll also der vorletzte Abschnitt der A72 freigegeben werden. Wann der letzte fertig, die Verbindung mit der A38 geschlossen wird, bleibt weiter ungewiss. Hier im Sachsenspiegel geht es jetzt weiter mit den Kurznachrichten. Millionenprojekte in Chemnitz. Die Stadt Chemnitz will bis 2020 rund 63 Millionen Euro für Um- und Neubauten ausgeben. So sollen in der Innenstadt eine Oberschule und eine Kindertagesstätte gebaut werden. Grünes Licht gibt es auch für Probebühnen und Theaterwerkstätten hinter der Oper. 75% der Kosten werden durch Fördergelder abgedeckt. Für Planung und Bearbeitung der Projekte beabsichtigt die Stadt, Personal einzustellen. Raumfahrttreffen in Dresden. Mehr als 250 deutsche Luft- und Raumfahrtexperten haben in der Landeshauptstadt unter anderem über Digitalisierung und unbemannte Flüge diskutiert. Anlass war der 11. Tag der deutschen Luft- und Raumfahrtregionen. Mit 160 Unternehmen und Forschungseinrichtungen mit fast 7.000 Mitarbeitern gilt Sachsen als ein wichtiger Standort in der Branche.
Urteil im Brandstifterprozess. Wegen Brandstiftung und unerlaubten Waffenbesitzes ist ein 33-Jähriger vom Landgericht Dresden zu einer Freiheitsstrafe von insgesamt 3 Jahren verurteilt worden. Dem Mann wird der Anschlag auf eine geplante Asylunterkunft in Dresden vor einem Dreivierteljahr zur Last gelegt. Er hatte die Tat zuvor gestanden. Gegen 3 weitere Tatverdächtige soll zu einem späteren Zeitpunkt verhandelt werden. Bastei-Aussicht weiter gesperrt. Die Sanierung des berühmten Basteifelsens in der sächsischen Schweiz dauert länger als bislang geplant. Die 10 vorderen Meter der Plattform müssten zunächst näher untersucht werden, teilte der Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement mit. Teils 3 Meter tiefe Bohrungen zur Vorbereitung der Sicherungsarbeiten hätten Schäden gezeigt, die vorher nicht erkennbar waren. Teile der Bastei bleiben deshalb auch während des Deutschen Wandertages gesperrt. Um die Hinterlassenschaften der Wismut zu sanieren, wurden bereits Milliarden investiert. Und Milliarden werden noch fließen. Denn mit dem Schwermetall Uran ist nicht zu spaßen. Jetzt haben Forscher des Helmholtz-Zentrums Rossendorf bei Dresden den Nachweis erbracht, dass Bakterien und Pflanzen als Uransammler und somit Uranentgifter eingesetzt werden können. Damit ergeben sich für uns vielerorts plötzlich völlig neue Chancen, die krebserregenden Schwermetalle wieder loszuwerden. Hinter streng gesicherten Schleusen haben Wissenschaftler des Helmholtz-Zentrums Dresden-Rossendorf einen Uranentgifter, einen Schwermetallfresser nachgewiesen. Das Molekül Glutathion. Das Glutathion ist ein kleines Molekül aus 3 Aminosäuren, weit verbreitet in der Natur, ist sogar käuflich erhältlich. Bestimmte Pflanzen- und Bakterienkulturen produzieren dieses Glutathion in ihren Zellen ganz von allein. Kommen die Organismen nun mit Uran in Berührung, wirkt Glutathion wie ein Schutzschild, wie ein Immunmacher gegen das radioaktive Schwermetall, sodass das Glutathion einen nicht löslichen Komplex bildet mit Uran innerhalb der Zelle. Es wird gewissermaßen abgefangen und wir nennen das, es wird sequestriert. Dadurch ist es sozusagen in einer unlöslichen Form und interagiert nicht mehr mit anderen Zellbestandteilen. Es ist gebunden. Ganz genau. Die Zelle beginnt, das Uran zu schlucken, macht es unschädlich. Dabei fiebert sie regelrecht. Und genau diese Wärmereaktion der Zelle können die Helmholtzer in Rossendorf in einem Temperaturbad messen und somit nachweisen. Ein Durchbruch. Von wie viel Watt oder Wattteilen sprechen wir? Also in welchem Bereich ist das Hundertstel, Tausendstel, Millionstel Watt? Bewegen Sie sich, wenn Sie dann messen? Sie haben es gerade genannt, das letzte, Millionstel Watt, also Mikrowatt. Das sind in der Tat die winzigen Wärmemengen, die von Bakterienkulturen abgegeben werden. Forschungsergebnisse, die neue Chancen bei der Sanierung der Altlasten aus dem Uranbergbau eröffnen. Eine Generationenaufgabe. Nun ist die Idee, auf die sächsisch-thüringischen Wismuthalden Bakterienkulturen auszubringen, deren Glutathion das Uran aus der Erde zieht. Mit Pflanzen ginge es wohl auch. Weil es natürlich wesentlich leichter ist, eine Pflanze zu ernten, als Bakterien aus dem Boden zu entfernen. So eine Pflanze wäre dann nur leider Sondermüll, fürchte ich. In der Tat. Oder man baute Klärwerke, um das im Grundwasser enthaltene Uran mittels der Glutathion-Bakterien herauszufiltern. Diese mikrobiologische Schwermetallentgiftung funktioniere freilich nur bei natürlich radioaktivem Uran, schränken die Rossendorfer ein. Stärker strahlendes Material, etwa Brennstäbe aus Kernkraftwerken, schafften die Bakterien nicht. Wenn Touristen nach Dresden kommen, gehört der Zwinger mit zu den Pflichtfotomotiven. Auch wenn da immer irgendwo ein Gerüst steht, geknipst wird er so oder so. Und zu bauen gibt es jede Menge an dem Pöppelmannschen Kunstwerk. Gerade läuft die seit 1991 sechste große Restaurierung, die mit der Fertigstellung des Wallpavillons Ende 2017 abgeschlossen sein soll. Heute haben die, die dort immer bauen, aber erst einmal gefeiert. 25 Jahre Zwinger Bauhütte. Wenn der Finanzminister in aller Öffentlichkeit körperlich schwer arbeitet, will er damit sicher etwas sagen. In diesem Fall wohl danke. Danke an die täglich schwer arbeitenden Steinmetze, Bildhauer und Restauratorin der Zwinger Bauhütte. Bei diesem großen Gebäude wie den Zwinger braucht man ganz einfach permanent Leute, die das können und auch machen können. Deshalb ist eine Hütte auch so wichtig.
1991 wurde die Zwingerbauhütte nach einem Vierteljahrhundert Unterbrechung wieder eingerichtet. Die Aufgaben der 7 Mitarbeiter und 2 Auszubildenden: zum einen die Restaurierung, die niemals enden wird. Zum anderen das Handwerk, das Fachwissen, angeeignet über Jahrzehnte, zu bewahren und weiterzugeben. Wir haben über 15.000 Quadratmeter gestaltete Steinoberfläche am Zwinger. Insofern sind es immer kleine Schritte, die man tut in der Restaurierung. Insgesamt gesehen ist es natürlich eine Aufgabe, wo man tatsächlich auch sieht, was man getan hat und vor allen Dingen, was man künftig tun muss. Allein in diesem Jahr werden hier über 2 Millionen Euro verbaut. Insgesamt hat sich der Freistaat seit 1991 die noble Baustelle mehr als 65 Millionen Euro kosten lassen. Der Zwinger, ein barockes Juwel, das gehegt und gepflegt werden will. Ja, die Frage ist doch, womit identifizieren sich die Menschen? Und viele Menschen identifizieren sich auch mit den Bauten, mit den sehr schönen Bauten, die wir hier in Sachsen haben. Der Zwinger ist ja von der Symbolik her eines unserer Kernbauten. Und deshalb meine ich, ist es gut, wenn wir Geld dafür übrig haben, diese Bauten auch entsprechend halten zu können. Denn die Zeit, sie wird auch künftig nicht spurlos am Dresdner Zwinger vorbeigehen. An Europas wohl schönster barocker Hofanlage. Am Sonntag sollte im Gewandhaus in Leipzig das große Abschiedskonzert des scheidenden Gewandhauskapellmeisters Riccardo Chailly stattfinden. Nun hat der Maestro kurzfristig abgesagt, so wie auch die anderen Konzerte in dieser Woche. Damit verlässt Chailly Leipzig nun ohne den ihm gebührenden Applaus und ohne richtig Abschied zu nehmen. Riccardo Chailly hat das Gewandhausorchester geprägt, mit italienischem Feuer und deutscher Akkuratesse. 10 Jahre lang. Und zwischen dem Dirigenten und den Musikern hatte sich schon so etwas wie eine große Liebe entwickelt. Eine hörbare Liebe mit internationaler Strahlkraft. Das Gewandhausorchester hat gewissermaßen Kultstatus. Wir sind eines der ältesten Orchester Europas, so etwas wie die Mutter aller deutschen Sinfonieorchester. Von dieser Stadt aus hat sich eine Tradition entwickelt, die für die sinfonische Musik in Deutschland identitätsbildend ist. Doch bei aller Liebe, nun ist die Ära Chailly zu Ende, ganz plötzlich. Der Maestro zog sich zurück, sagte Konzerte ab. Dabei hatte er immer beteuert, seinen Vertrag in Leipzig bis 2020 erfüllen zu wollen. Irgendwann erfuhren es auch die Musiker, dass er gehen wird. Aber eben nicht von ihm selbst. Signori, arrivederci. Ich glaube, er hat ein Problem damit, klare Kante zu zeigen und in vernünftigen Umgangsformen zu sagen, so, das war's jetzt, wir waren eine schöne Zeit, wir bleiben Freunde, bis demnächst irgendwann mal. Es hat auch schon bei seinem Abschied aus Amsterdam, wo er, bevor er nach Leipzig gekommen ist, das Konzertgebäudeorchester geleitet hat, auch solche Irritationen gegeben. Und die haben 10 Jahre gebraucht, bis er als Gastdirigent wiedergekommen ist. Der Maestro mag sich nicht erklären. Er ist jetzt Musikdirektor an der Mailänder Scala, Italiens wichtigsten Opernhaus. Das konnte er nicht ausschlagen. Mailand ist seine Heimat, hier lebt die Familie. Im Grunde ist dieser Wechsel wirklich zu verstehen. Er hätte es geschickter kommunizieren können, dass er sagt, Gewandhausorchester ist eine Etappe gewesen, die ist beendet und ich wechsle. Ich war beim Antrittsdirigat von ihm, als er Verdi dirigiert hat, Giovanna d'Arco. Er ist dann natürlich gefeiert worden. Er war wieder zu Hause von seinen italienischen Musikfreunden wirklich in Empfang genommen worden. Er hätte sich hier ebenso würdig verabschieden sollen. So ein Abgang ist schade. Einige Musiker nehmen ihm das wirklich übel. Im Grunde auch, weil er so wichtig war für das Gewandhausorchester, für diesen wunderbar präzisen Klang, der aber auch ganz plötzlich sehr italienisch sein konnte. Das MDR-Fernsehen widmet Chailly heute 23.05 Uhr die Dokumentation Musik, eine Reise fürs Leben. Freche Mäuse, lustige Schweine, protestierende Pinguine. Sie haben Uli Stein zum wohl bekanntesten Cartoonisten Deutschlands gemacht. Kaum ein Haushalt, in dem sich seine witzigen Motive nicht auf Tassen oder Kalendern wiederfinden. Seit heute gibt es auch im Schloss Lichtenwalde, das liegt zwischen Chemnitz und Frankenberg, eine Ausstellung. Musik.
Das Licht muss stimmen, denn im Schloss sind die Mäuse los. Die possierlichen Tierchen sind das Markenzeichen Uli Steins. Wie ihr Schöpfer selbst genießen sie längst Kultstatus. Etwa 150 Cartoons sind im Schloss Lichtenwalde zu sehen. 4 Jahrzehnte Uli Stein pur. Es sind zum Teil sehr alte Sachen aus der Anfangszeit seiner Zeichnerei, aus den 70er Jahren. Es werden Ideenskizzen gezeigt, also dass man seine Arbeitsweise sieht. Es werden einige 3D-Exponate gezeigt, also Erfindungen von ihm. So wie dieser Schunkelstuhl, gedacht für humorvolle Fernsehzuschauer, für Konsumenten beliebter Unterhaltungsshows. Berühmt gemacht aber haben den einstigen Journalisten seine Zeichnungen. Sie sind meist witzig oder frech, zuweilen aber auch bitterböse, sarkastisch. Doch nicht immer kommt der schwarze Humor auch gut an. Dort gab es dann Leute, die eher verstört waren. Aber das ist dann gut ausgegangen, dass die Behindertenverbände gesagt haben, Mensch, das ist toll, dass er die Behinderten auch mit Cartoons in die Mitte der Gesellschaft holt. Humor ist, wenn man trotzdem lacht, findet auch die Schlossherrin. Innerhalb von nur 2 Monaten ist es ihr gelungen, die gurkennasigen Vertreter der menschlichen Spezies in ihr Schloss zu holen. Uli Stein ist ja wirklich ein bekannter Cartoonist. Und für mich ist es immer wichtig, dass ich in unsere Schlösser etwas bringe, was der Besucher nicht erwartet und was letztendlich ihn zum Schmunzeln bringt. Und ich finde es wunderbar, wenn man durch ein Museum läuft und da ist nicht so eine Ernsthaftigkeit drin, sondern man kann kichern oder man kann sogar lachen. Ab morgen ist die tierisch witzige Uli Steinschau für jedermann offen. Dann darf herzhaft gelacht werden, denn ein bisschen Spaß muss sein. Das war der Sachsenspiegel für heute. Wir gucken mit Stefanie Meißner gleich nochmal auf die Wetterprognosen. Ich wünsche uns einen erfolgreichen Abend. Machen Sie es gut. Schon mehrfach wurde das Ende von Pegida prophezeit, aber ernsthaft gefährdet war die Bewegung nicht. Bisher. Schlammschlacht. Zwischen Bachmann und Festerling fliegen die Fetzen. Kassenschlager. Große Nachfrage nach Bundesliga-Tickets in Leipzig. Und Traumkulisse. Jedermann zieht die Theaterfreunde auf die Albrechtsburg Meißen. Der MDR Sachsenspiegel. Heute mit Andreas Ruck. Guten Abend, liebe Zuschauer. Lange Zeit schritten sie Seit an Seit, montags durch Dresden. Und bei anderen Pegida-Auftritten standen Lutz Bachmann und Tatjana Festerling Schulter an Schulter. Doch das hat sich offensichtlich geändert. Denn nun fallen sich die Galionsfiguren gegenseitig in den Rücken. Während sie sich einander der Lüge bezichtigen, frohlocken ihre Gegner bereits, nicht das Abendland werde untergehen, wohl aber Pegida. Es war einmal ein Anführer und eine Frau. Bachmann und Festerling. Das Glück war kaum zu fassen. Doch alles aus. So tragisch. Eine neue Frau erscheint im April auf Bachmanns Pegida-Bühne. Und Tatjana Festerling wird just hier davongejagt. So schmachvoll. Ein Sprechverbot bei Pegida. Erst diese Woche aber wird der Rauswurf aus dem Pegida-Verein zur Niederschrift gebracht. Sie habe die Pegida-Parteigründung verhindern wollen. Nachtreten und gute Wünsche. Zu viel der Schmach. Nun wird zurückgeschrieben, unbarmherzig abgerechnet, Lug, Verleumdung, Unterstellung widerlegt. Die Anti-Bilderberg-Demo in Dresden sei doch gerade großartig von ihr, Festerling, organisiert worden. Bachmann habe nur gespottet, da ginge es doch nur um billige Nutten und Koks. Der Schlammschlacht nicht genug. Ist am Ende der Zerfall alles ein Werk von Geheimagenten, von Stasi und noch schlimmeren Mächten? Spitzel, hier wie dort? Ach, wie schillernd schien dies Duo. Die Zweisamkeit so radikal und kaum zu stoppen, den Sieg zum Greifen nahe. Nun, es ist vorbei. Einst göttergleich waren sie im Wahn vereint. Doch endet dieser Pantherritt in der Zerfleischung.
Sind Tunesien, Marokko und Algerien sichere Herkunftsländer? Also kann man Flüchtlinge aus diesen Ländern schneller wieder dorthin abschieben? Genau darüber sollte im Bundesrat heute entschieden werden. Doch es braute sich ein Konflikt darüber zusammen und so wurde das Thema keine 24 Stunden vor der Abstimmung vertagt. Aber die Diskussion über das Problem lässt sich nicht so einfach vertagen. Hier im Bundesrat zeigt sich die neue Macht der Grünen. Als Koalitionspartner in vielen Landtagen haben sie verhindert, dass die Maghreb-Staaten als sichere Herkunftsländer anerkannt werden, vorerst. Marokko, Tunesien und Algerien, die sogenannten Maghreb-Staaten. Die Anerkennungsquote der Flüchtlinge aus diesen Ländern liegt bei unter 3%. Für Sachsens Innenminister ist die Blockadehaltung der Grünen deswegen unverständlich. Ich erwarte, dass der Bundesrat den Weg freimacht und die Einstufung dieser drei nordafrikanischen Länder als sichere Herkunftsländer erfolgt. Sachsen ist als eines von vier Bundesländern für die Aufnahme von Flüchtlingen aus den Maghreb-Staaten zuständig, von denen aber immer weniger nach Deutschland kommen. Kamen aus Marokko zum Jahresbeginn 1623 Flüchtlinge, waren es im Mai nur noch 185. Die Zahl der Tunesier sank im selben Zeitraum von 170 auf 55. Die Zahl der Algerier von 1563 auf 134. Kritiker wie die Grünen sehen daher das Gesetz als unnötig. Zudem haben sie Bedenken wegen der Menschenrechtslage im Maghreb. Wir haben zum Beispiel geschlechtsspezifische Verfolgung. Wir haben Verfolgung, was Journalistinnen und Journalisten anbelangt. Der Presserat in Tunesien geht von über 100 Fällen pro Jahr seit 2012 aus, was die Verfolgung von Journalisten anbelangt. Wir haben die Verfolgung von Oppositionellen. Wir haben die Verfolgung von Homosexuellen, insbesondere in Algerien. Also es gibt eine ganze Reihe von Tatbeständen, wo man einfach sagen muss, hier kann man nicht davon ausgehen, dass die Länder für bestimmte Gruppen sicher sind. Im Bundesrat soll nun die heikle Debatte und Abstimmung über das Thema sichere Herkunftsländer auf den 8. Juli vertagt werden. Was vor Jahren noch als Abraum auf sächsische Bergbauhalden entsorgt wurde, erweist sich heute mitunter als wertvolles Gestein. Inzwischen hat eine regelrechte Schatzsuche begonnen. Maßgeblich angeführt wird sie von Wissenschaftlern des Freiberger Helmholtz-Instituts für Ressourcentechnologie. Die bohren und buddeln inzwischen auf alten Halden und sind sich sicher, hier werden wir fündig. Was auf den ersten Blick wie Dreck aussieht, ist in Wahrheit eine echte Fundgrube. Da ist sich Philipp Büttner sicher. Denn diese Bohrkerne enthalten Rohstoffe, die in früheren Zeiten achtlos wieder auf eine Bergbauhalde zurückgeschüttet wurden. Früher war es so, dass man den Fokus eindeutig auf speziellen Metallen hatte, die eben damals gebraucht wurden. In Freiberg war das beispielsweise Zink und Blei. Und heute sind natürlich ganz andere Wertstoffe von Bedeutung. Seit 3 Jahren wird in Freiberg deshalb an einem speziellen Projekt gearbeitet. Aus mehreren sächsischen Bergbauhalden wurden Proben entnommen. Deren Analyse bildet die Grundlage für ein 3D-Modell der Halden, das künftig einen gezielten Abbau der Rohstoffe ermöglichen soll. Parallel dazu werden Verfahren erforscht, mit deren Hilfe die Wertstoffe vom Gestein getrennt werden. Ressourcengewinnung made in Freiberg. In den 90er Jahren hat man geglaubt, dass diese Art von Forschung an mineralischen Rohstoffen, an Metallen, keine Zukunft mehr hat für die deutsche Wirtschaft. Und mit der Phase, in der die Metallpreise so hoch waren, 2013, hat man sich dann unbesonnen und hat gesagt, wir müssen diese Lücke wieder schließen. Und dafür ist dieses Institut, Helmholtz-Institut Freiberg für Ressourcentechnologie, gegründet worden. Das war vor 5 Jahren. Seitdem werden neue Wege in der Erkundung, Aufbereitung und Veredelung heimischer Rohstoffe gesucht. Sowohl Bund als auch Freistaat unterstützen die Forschung in Freiberg. Wer kann das besser als die Bergakademie mit ihrer 250-jährigen Tradition in dieser Frage, die weiß, wo die Lagerstätten sind und die heute Technologien entwickelt, nun gemeinsam mit dem Helmholtz-Zentrum, um diese Rohstoffe noch besser nutzen zu können. Die Forscher gehen sogar noch einen Schritt weiter. Sie wollen künftig nicht nur Wertstoffe gewinnen, sondern auch Schadstoffe eliminieren, damit die Halden dann ökologisch saniert werden können. Wenn es Blasen regnet, dann hört es nicht so schnell wieder auf, warnt der Volksmund. Und auch die Meteorologen hatten uns gestern gewarnt vor ausdauernden Niederschlägen. Nun kam es bei weitem nicht so heftig wie befürchtet.
Und doch sind einige ins Schlingern gekommen. Ich hatte riesiges Glück. Das sind die Worte von Alexander Rosetz, als er heute Morgen aus seinem Auto steigt. Ich bin auf die Autobahn gefahren, bin ein bisschen ins Schlingern gekommen, an den Seitenstreifen leider Gottes rangefahren und habe mich da gedreht. Und dann kam von hinten der LKW und ist dann in mich reingefahren quasi. Die regennasse Fahrbahn, Aquaplaning, so erklärt er sich den Unfall. Verletzt wird dabei niemand. Ganz andere Folgen hat der ergiebige Regen auf der B180 bei Hohenstein-Ernsthal. Dort ist offenbar eine Buche unterspült worden. Sie kippt auf einen vorbeifahrenden PKW. Der Fahrer wird nur leicht verletzt, ist aber so in seinem Auto eingeklemmt, dass er von der Feuerwehr befreit werden muss. In vielen Teilen Sachsens schwellen indes die Flüsse an, wie hier in Görlitz die Neiße. Das Sächsische Landesamt für Umwelt und Geologie gibt jedoch Entwarnung. In den meisten Fällen sind die Höchststände bereits am Vormittag erreicht, Tendenz gleichbleibend bis fallend. Unser Reporter Sven Böttger hat für uns die Wasserstände und Tauchtiefen beobachtet. Nun ist er uns aus Jahnsdorf zugeschaltet, südwestlich von Chemnitz also. Dort fließt die Würschnitz durch und deren Pegel war heute mal kräftig nach oben geschossen. Wie ist momentan die Lage, Sven? Ja, also über die Tauchtiefen kann man derzeit hier nicht ganz so viel sagen, denn wenn man mal nach hinten schaut, dann sieht man die Würschnitz, das ist doch noch ein ziemlich brauner Fluss, eine braune Brühe und das ist eben auch eine Folge dieses intensiven Regens und wir stehen ja hier direkt an einem der Pegel, die auch zentral für das Landesumweltzentrum hier gemessen werden, für das Hochwasserzentrum in Sachsen und dieser Pegel ist hier unten, ich gehe mal ein Stück zur Seite und da sieht man, der steht hier derzeit ja so knapp an der 60-Zentimeter-Grenze. Nun muss man wissen, die Würschnitz, die führt normalerweise hier so um die 20 Zentimeter Wasser und heute Morgen, also nach diesen intensiven Niederschlägen der Nacht auch, war der Pegel hier auf 75 Zentimeter gestiegen. Also das heißt, in den letzten Stunden ist es wieder ein Stückchen nach unten gegangen. Aber man kann eben nie genau wissen hier an diesem kleinen Fluss, das wissen auch die Anwohner hier, denn die Würschnitz, die hat ein ziemlich großes Einzugsgebiet, nämlich 137 Quadratkilometer. Und das bedeutet, wenn es eben dann mal stark regnet, so wie heute über den Tag, dann schwillt dieser kleine Fluss doch sehr, sehr schnell an. Und das haben die Anwohner hier erlebt in drei Hochwässern in den letzten 10 Jahren. Und deswegen geht doch der Blick auch immer etwas sorgenvoll nach oben, wenn es so wie heute sehr, sehr intensiv regnet. Hier in Jahnsdorf, der Blick ist dann sorgenvoll, aber auch weiter unten flussabwärts, also in den Chemnitzer Stadtteilen Hartau und Klaffenbach, die eben von diesem Hochwasser der Würschnitz immer sehr, sehr stark betroffen waren. Heute, wie gesagt, kann man jetzt erstmal aktuell ein kleines bisschen Entwarnung geben, denn es ist sogar die Sonne rausgekommen, der Himmel ist blau, aber es soll ja die nächsten Tage noch ein bisschen unbeständig bleiben und deswegen sind auch die Menschen hier entlang der Würschnitz weiterhin doch in Habacht und auch in ein bisschen in Sorge. Sven Böttger, live aus Jahnsdorf, vielen Dank. Mehr zum Wetter gibt es auf unserer Internetseite und Aktuelles dann dazu natürlich am Ende der Sendung. In Sachsen wurde heute vielerorts an den Volksaufstand vom 17. Juni 1953 erinnert. In Görlitz fand die zentrale Gedenkfeier auf dem Postplatz statt. Anschließend wurde im Landratsamt eine Ausstellung zum Thema Freiheit und Demokratie eröffnet. Am 17. Juni 1953 waren tausende DDR-Bürger aus Unzufriedenheit mit dem Kurs der SED-Regierung auf die Straße gegangen. Der Arbeiteraufstand wurde von sowjetischen Truppen teils blutig niedergeschlagen. Während Bundespräsident Gauck und Polens Präsident Duda gestern in Berlin zusammentrafen, um den deutsch-polnischen Nachbarschaftsvertrag zu loben, trennten sich beide am Abend um, jeder für sich das EM-Spiel Deutschland-Polen zu schauen. In Görlitz lief es genau andersrum. Die Menschen, die sparten sich die Lobeshymnen auf den Nachbarschaftsvertrag, dafür guckten sie gemeinsam Fußball. Und heute früh war das EM-Spiel natürlich auch Thema auf den Görlitzer Straßen. Ich fand es enttäuschend. Die Deutschen haben meines Erachtens nach als Mannschaft nicht so intensiv gekämpft. Wenn sie gewonnen hätten, hätte ich mich gefreut, aber so war für mich das klar. Das 0-0 war für mich eigentlich ein eingeplantes Ergebnis. Ich habe eigentlich schon gedacht, dass sie nicht so toll abschneiden, weil die Polen sind ja doch ganz schön starke Gegner, finde ich. Etwas ernüchternd das ganze Spiel. Ne? Wir haben natürlich ein bisschen mehr erwartet, das ist ganz klar. Auf der anderen Seite haben sie natürlich mit dem 0-0 jetzt auch nicht wirklich ganz viel verloren. Bleibt abzuwarten. Ne? Ich denke, das nächste Spiel werden sie wieder gewinnen und dann passt eigentlich alles. Wir haben nicht verloren, das ist schon mal gut, dass wir weiter sind. Das, was sie gemacht haben, reicht ja. Und meistens sind sie im zweiten Spiel nicht so gut und dann im dritten, dann holen sie es.
In Leipzig haben Fußballfans nicht nur Augen für die EM, viele schielen auch auf die neue Saison von RB, die erste Saison in der ersten Fußball-Bundesliga. Nachdem die Fanclub und Fördermitglieder bereits 16.000 Dauerkarten erworben haben, durften nun die normalen RB-Fans ran. Und da ging es heute hoch her im Internet und an den Kassen. Frank Buwe geht auf Nummer sicher. Er selbst steht seit 7 Uhr morgens in der Schlange. Daheim versucht seine Tochter online Karten zu ergattern. Und die hat wohl gerade 2 Karten online gekauft. Und jetzt holen Sie noch 2 extra? Nee, das Glück lasse ich für andere dann übrig. Ich brauche keine 4 mehr lang, 2. Rund 250 Fans stehen im Regen, lange bevor die Kassen Punkt 10 Uhr öffnen. Markus Binia ist der erste Glückliche mit einer Dauerkarte aus dem freien Verkauf. Seit früh um 4 steht er hier, statt online zu buchen. Ja, aber irgendwie ist man da doch ein bisschen unsicher. Und hier hat man jemanden, mit dem man sprechen kann. Und ist sicherer, glaube ich. Inzwischen ist Frank Buwe endgültig sicher, dass seine Tochter online erfolgreich war. Mit dem Beweisfoto auf dem Handy und einem Lächeln im Gesicht zieht er glücklich von dannen. Viel Spaß. Innerhalb von nur einer Stunde sind alle Wartenden glücklich, alle zur Verfügung stehenden Dauerkarten verkauft. 20.000 insgesamt, 43.000 Zuschauer passen in die Arena. Es ist üblich, dass die Dauerkarten und die Tageskarten natürlich gemischt sind, dass man auch immer wieder ein neues Publikum im Stadion hat, neue Fans gewinnen kann. Und deshalb ist ein Mix von Dauerkarten und Tageskarten sicherlich wichtig. Das machen die anderen Bundesliga-Vereine auch so. Die Fans sind bereit für die Reise durch die erste Bundesliga. Die Profis starten Anfang Juli mit Medizin- und Leistungstests. Das erste Bundesligaspiel steigt dann Ende August. Ja, Millionensummen fließen in Leipzig nicht nur in den Fußball, sondern auch ins Uniklinikum. Das ist ein großes Problem. Es braucht mehr Platz für mehr Patienten, aber auch für immer mehr Geburten. Mit 4 Kreissälen sei das nicht mehr zu schaffen, hieß es heute bei der Grundsteinlegung für ein neues Medizinzentrum. Das entsteht an einer Stelle, an der bis vor 3 Jahren noch ein Betonriese stand, mit Platz für 800 Patientenbetten. Sie war eine junge Krankenschwester in der Ausbildung, als Jana Bauer 1992 an die Leipziger Uniklinik kam. Damals stand hier noch das Bettenhaus, ein 12-stöckiger Betonriese mit 800 Plätzen, teilweise in 4 Bettzimmern. Doch für die junge Frau von damals war das ein spannender Arbeitsplatz. Für mich hat es noch einen recht modernen Eindruck gemacht, für die damaligen Verhältnisse. Es war groß, es war hell, es gab viele Stationen, es gab Fahrstühle, es gab viele Mitarbeiter, die offen und aufgeschlossen waren. 2013 musste der Riese weichen. Aufgrund des hohen Asbestanteils wurde er Platte für Platte abgetragen. Hier soll nun das neue Haus 7 entstehen. Das universitäre Krebszentrum und die Kindermedizin sollen hier untergebracht werden. Denn in den bestehenden Bereichen der Uniklinik wird immer mehr Platz benötigt. Wir sind in den letzten 10 Jahren in unseren Krankenversorgungsleistungen um etwa 40% gewachsen. Beispielsweise die Leistungen in der Geburtsmedizin sind um 2/3 gewachsen seit 2005. Also Sie sehen, da kommt man dann sehr schnell mal an die Grenzen der Kapazitäten. Und deswegen ist es dringend erforderlich, dass wir hier uns erweitern können. Diese Erweiterung wurde nun mit der Grundsteinlegung symbolisch eingeleitet. 2 Jahre Bauzeit werden veranschlagt. 58 Millionen Euro soll der Neubau kosten. Und die kommen vom Freistaat. Die Bedeutung des Universitätsklinikums in Leipzig ist natürlich nicht nur regionaler Art, sondern überregionaler Ausstrahlung. Mittlerweile ist im Bereich Forschung und Lehre sehr, sehr aktiv und wichtig. Aber für die Versorgung der Bevölkerung vor Ort, aber auch in der Region, hat das Universitätsklinikum eine ganz große Bedeutung. Ein bisschen wehmütig sei sie schon gewesen, als das alte Bettenhaus abgerissen wurde, sagt Jana Bauer. Doch nun sei sie gespannt auf das neue Haus 7, in dem hoffentlich viele Patienten mit modernsten Mitteln versorgt werden. Der Leipziger Polizeipräsident Bernd Merbitz bekommt Hassbriefe und Morddrohungen. In einem Interview sagte er, dass auf einer rechten Internetseite seine Privatanschrift und sein Nummernschild kursierten. Merbitz vermutet, dass es vielen nicht passt, dass er sich seit Jahren gegen Rechtsextremismus positioniert und vor einer Pogromstimmung im Land warnt. Trotz allem werde er sich nicht den Mund verbieten lassen,
So Merbitz. Und nun weitere Meldungen dieses Tages. Klage eingereicht. Die juristische Auseinandersetzung zwischen dem Dresdner Politologen Steffen Keilitz und der NPD geht in die nächste Runde. Die Partei habe die angekündigte Klage gegen Keilitz eingereicht, teilte das Landgericht Dresden mit. Die NPD will Keilitz verbieten lassen, zu behaupten, die NPD plane rassistisch motivierte Staatsverbrechen und wolle Millionen Menschen aus Deutschland vertreiben. Tragischer Unfall. Auf der Stadionbaustelle des FSV Zwickau ereignete sich ein schwerer Arbeitsunfall. Dabei kam ein Bauarbeiter ums Leben. Der Mann war zunächst bei dem Unfall schwer verletzt worden und verstarb später im Krankenhaus. Wegen des Unglücks werde der für morgen geplante Tag der offenen Baustelle abgesagt. Nahverkehr gesichert. Sachsens Verkehrsminister Dulich sieht den Erhalt des Nahverkehrangebots gesichert. Er sei froh, dass es nach der Bund-Länder-Einigung über die Regionalisierungsmittel zusätzlich 200 Millionen Euro für den Osten gebe. Damit bekämen Verkehrsverbünde Planungssicherheit für die kommenden Jahre. Jubiläumsausstellung. Die Sächsische Akademie der Künste stellt zu ihrem 20-jährigen Bestehen die Frage, wohin mit der Schönheit? Und zeigt unter diesem Motto eine Ausstellung. Gemeinsam mit der Städtischen Galerie Dresden werden 28 Künstler aus 8 Ländern präsentiert. Sie alle reflektieren das vielschichtige Thema in Gemälden, Skulpturen und Zeichnungen. Einmal im Jahr haben Autofahrer in der Dresdner Neustadt nahezu gar keine Chance. Denn da gehört die Straße im Szeneviertel den Fußgängern. Dann nämlich, wenn die bunte Republik Neustadt ausgerufen wird, wie an diesem Wochenende. Wobei das Straßenfest inzwischen derart viele Menschen anlockt, dass es selbst für Fußgänger schwierig ist, voranzukommen. In diesem Jahr soll das alles anders werden, nicht zuletzt durch ein verändertes Sicherheitskonzept. Die letzten Stunden am Nachmittag vor dem Start. Noch ist auf den Straßen viel Platz. Noch sind die Veranstalter, die Budenbauer beim Zusammenschrauben. Noch regnet es. Egal. Wir haben gehört, es soll wieder aufhören zu regnen. Und ich gehe davon aus, dass es trotzdem eine schöne Bärin wird. Es wird schon passen. It's very messy. I wish it was better. Das ist kein Problem. Bei Sonnenschein ist es natürlich schöner, aber da ist auch wärmer. Da schwitzt du mehr. Die vergangenen Jahre war es ein buntes Fest, stimmungsvoll, nicht überschattet von Zwischenfällen. Das soll bitte so bleiben, so die Polizei, und fährt auch dieses Mal gemeinsam mit der Stadt ein ähnliches Sicherheitskonzept. Die Dresdner Polizei arbeitet seit vielen Jahren hier sehr eng mit der Landeshauptstadt Dresden zusammen. Es gibt eine Polizeiverordnung speziell für die Bunte Republik Neustadt. Die beinhaltet insbesondere ein Glasflaschenverkaufsverbot, also auch ein Verbot, Flaschen mit in den Festbereich zu bringen. Das ist natürlich ein Sicherheitsaspekt hier. Wir werden auch zur Durchsetzung dieser Polizeiverordnung Zugangskontrollen durchführen, wie wir das auch in den vergangenen Jahren schon gemacht haben. Auch eine Drohne könnte zum Einsatz kommen und die Plätze ins Visier nehmen, wo es 2015 dichtes Gedränge gab. Um die Gefahr von Engstellen zu minimieren, gibt es Standverbote im direkten Kreuzungsbereich. Überhaupt sind es mit knapp 200 Ständen fast 100 weniger als im vergangenen Jahr. Ich glaube, eine große Chance besteht auch darin, dass man einfach weniger hat. Also man kann eher sagen, Klasse statt Masse. Und ich glaube, letztendlich ist es immer eine Frage, wie der Neustädter oder der Neustädter und die Neustädterin damit umgehen. Sie hat keinen Stand, sondern seit 8 Wochen ein Dessous-Geschäft und wirbt zur BRN mit einer eigenwilligen Idee. Da wird eine schöne kleine Messstation aufgebaut und dann kann jeder mit Material seiner Wahl, also Tanga, Shorts, völlig egal. Wenn er auch mag, gerne die, die er gerade anhat. Quasi gucken, wie weit kriege ich die geschnipst. Der Lohn fürs Weitschnipsen, ein Rabatt beim nächsten Einkauf. 350 Veranstaltungen, auch ohne Geschnipse. Kulinarisches aus aller Welt und etwas für die Ohren. Damit lockt die bunte Republik Neustadt in ihrem 26. Jahr. Das Erzgebirge ist reich an Bergbautraditionen, aber einem Kumpel reichen die offensichtlich noch nicht aus. Der Mann aus Thum hat seine Begeisterung für den Bergbau jetzt auf die Spitze getrieben und die überragt fast sein Wohnhaus. Es ist ein Förderturm. Normalerweise ist bei solchen Projekten Schicht im Schacht, sobald das Bauamt ins Spiel kommt, nicht so in Thum. Da wurde der neue Förderturm sogar zum Altbestand erklärt. Das ist gesichert. Mit dem Schlägel in der Hand ist Andreas Hahn kaum zu bremsen.
Aus Liebe zum Bergbau hat er sich einen Förderturm in den Vorgarten gezimmert. 7 Meter hoch überragt der Holzbau herkömmliche Gartendeko um ein Vielfaches. Ich muss offen ehrlich sagen, also ich habe in Splien Bergbau verrückt, bin ich. Und da hatte ich gedacht, okay, da setzt man so einen Turm mal hin. Beim Turm allein ist es nicht geblieben. Ein Huthaus zählt mittlerweile zu seinem Ensemble und so mancher Grubenhund. Die Nachbarschaft kann mit dem Sammelsurium leben. In Sachen Bergbau hält das Erzgebirge zusammen. Ich habe ja viele bekannte Freunde hier. Die geben mir auch immer gute Ratschläge. Wenn ich irgendwie ein Objekt anfange, kommt er, oh, ich würde so und so machen. Ich sage, gut, lass ich mir das erstmal durch den Kopf gehen. Und dann sage ich, okay, machen wir das so. Mit den Nachbarn verstehe ich mich sehr gut. Die bergmännischen Utensilien halten den 55-Jährigen fit. Sein Garagenmuseum ist beliebter Treff aller 30 Thumer Bergbrüder. Gemeinsam brüten sie hier nächtelang über alten Karten vergangener Schächte. Wenn wir jetzt wandern gehen oder spazieren gehen mit der Familie oder so, sage ich dann zur Frau, komm mal schnell mit. Hier drüben ist noch der und der Stollen und da sage ich einen Namen dazu. Und mich macht es glücklich, meine Frau sagt, ja, ja. Glücklich kann sich auch die Gemeinde schätzen. Die Bergmannsspielwiese hat sich herumgesprochen über die Grenzen der Stadt hinaus. Es ist ein kleiner Anziehungspunkt für Thumer Besucher, für Gäste. Also ich würde doch sagen, dass es ein kleines Denkmal ist für Thum. Das Bauamt übrigens hat nichts einzuwenden. Der Förderturm im Vorgarten rangiert unter Altbestand. Die Pfeiler dafür hat Andreas Hahn schon 1988 gesetzt, vor 28 Jahren in der DDR. Im Jahr 1925 wurde auf der Meißner Burg Jedermann aufgeführt. Ein damals noch junges Stück von Hugo von Hofmannsthal. Jetzt, 90 Jahre später, kommt dieser Jedermann wieder auf den Burgberg. Zur Stunde pilgern die Meißner in einem Festzug hinauf zur Spielstätte und werden dort auf Tod und Teufel treffen. Auf Gott, Mammon und eben auf jenen Jedermann. Was die Zuschauer heute erwartet, haben wir schon gestern zu sehen bekommen bei einer Generalprobe. Wenn die Abendstimmung über die Burg Meißen zieht, ist das in diesen Tagen die Stunde der mysteriösen Gestalten. Gut und böse, göttlich oder tödlich, bitterernst oder absurd. Es sind die Gespielen von Jedermann, des Jedermann, in zeitgemäßer Version. Denn es ist die Absicht der Inszenierung, all die, die hier den Burgberg erklimmen, anzusprechen, als seien sie auch Jedermänner, als könnte jeder von ihnen in der Haut des Jedermann stecken und in die Situation kommen, sich befragen zu dürfen und zu müssen. Was habe ich mit aus meinem Leben in der Stunde einer Entscheidung, in der Stunde einer Bilanz? Und Jedermann lässt es auf der Burg Meißen richtig krachen. Es fehlt nicht an Lebenslust, an Spaß, an Überschwang, Verschwendung und Sinnlichkeit. Doch es bleibt die alte Frage, was bleibt, wenn das Spiel vorüber ist, wenn das Ende ruft? Jedermann! Wir haben sozusagen diesen ganzen Albtraum, also die ganzen allegorischen Figuren in eine Art Albtraum verlegt. Wo auch immer das hingeht, also in welche Richtung von Glauben es dann geht, das bleibt dem Zuschauer sozusagen offen und es ist nicht so ein Zeigefinger am Ende. Die Inszenierung ist ein Schauspiel der ganzen Stadt. Neben den Profis von den Landesbühnen sind auch Tänzer, Sänger und Laiendarsteller aus Meißen in das Stück eingebunden. Und für alle ist das Spielen auf der Burg eine Herausforderung. Wenn die Umgebung gleich das Bühnenbild ist, wenn man die Atmosphäre mitschnuppern kann, mitfühlen kann, auch wenn man das Wetter spürt, wenn man abhängig ist vom Wetter, auch wenn es mal ein bisschen regnet oder wenn es wärmer ist, das wirkt sich alles auf die Inszenierung aus, auf die Stimmung. Und ich finde das ja sehr schön. Ich komme auch mit ein bisschen Regen klar. Jedermann wird im Rahmen der Meißner Burgfestspiele von heute bis Sonntag zu sehen sein. Und bei uns geht es gleich mit Meißner weiter, in diesem Fall mit Stefanie Meißner und den Wetteraussichten. Und danach berichtet MDR aktuell über das drohende Olympia-Aus für Russland. Der Leichtathletik-Weltverband hat die Sperre russischer Sportler am Nachmittag nämlich verlängert. Mehr dazu also bei MDR aktuell. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in ein erholsames Wochenende. Tschüss.